Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Podcast-Folge auf dem besten Kanal, besten Filmkanal auf YouTube, der Lodgecast. Es ist ein wundervoller Name. Ich glaube, es ist besser zu merken als The Black Lodge Podcast, sondern einfach Lodgecast. Klingt das nicht wundervoll? Jan, mein erster Gast hier beim Podcast, wie findest du den Namen und stell dich doch gerne mal vor. Ja, also es ist ein wundervoller Name. Ich hatte ihn auch, wie du gerade gesagt hast, nicht erwartet, den Namen. Ja, also ich bin der Jan und ich bezeichne würde mich auch als Filmfan bezeichnen und ich bin dankbar, heute hier der Gast zu sein. Oh, wie lieb von dir. Was ist, denke ich, eine ganz coole, also klar, das ist die erste Folge des Podcasts und das hat natürlich auch ein bisschen was Historisches. Ich meine, in 3 Jahren blicken wir auf diese erste Folge als etwas, als der Anfang von etwas Großem. Und Jan ist Mitgründer dieses Kanals, als der noch die Cinematica hieß. Und deswegen finde ich es nur fair, wenn einer der Mitgründer einfach bei dieser ersten historischen Folge mit dabei sein kann. Yay, und dein Letterboxd-Account ist in der Beschreibung verlinkt, damit du endlich mal dort ein bisschen mehr machst, Jan. Ja, ich mache nicht so viel. Ja, Das stimmt. jetzt startest du vollkommen durch. Ich sehe das schon, genauso wie dieser Podcast, den es im besten Fall vermutlich irgendwie auf Spotify und Apple Music geben wird, hoffentlich. Ja, werdet ihr in der Beschreibung sehen, ob es funktioniert hat oder nicht. Ich würde noch was zum Release sagen, denn hoffentlich ist heute zu Release dieses Podcasts der 21.06. Also für uns ist das der Sonntag. Das ist nämlich auch gleichzeitig mein Geburtstag. Und ich denke, das ist auch ein passender Start für den Podcast. Also ich hoffe, dass er am 21.06. erscheint, sonst wäre es ein bisschen peinlich, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Und ja, vielleicht ist der Podcast aber auf den Streamingdiensten schon einen Tag länger. Ich weiß es nicht genau, ob das zeitgleich funktioniert oder nicht, aber nur, ja, damit ihr euch nicht wundert. Dieser Podcast ist geteilt in 3 Akte. Die wunderschöne Drei-Akt-Struktur kennen wir ja auch im Film, in den Anfang, in den Hauptteil und in den Schluss. Beim Anfang reden wir so ein bisschen über die Filme, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Im Hauptteil sprechen wir über das Thema des Podcasts. Das nimmt natürlich dann den Hauptteil ein. Das sind in diesem Fall jetzt heute meine 10 Lieblingsfilme. Und irgendwann werden wir uns dann auch vielleicht mal Jans Lieblingsfilm widmen. Also wenn ihr darauf gespannt seid, könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen. Und zum Schluss gucken wir uns die aktuellen Film-News an. Und ja, so kommen wir dann ungefähr auf eine Länge von 1 Stunde, würde ich mal ungefähr sagen. So, Jan, was hast du in letzter Zeit gesehen? Also, ich habe relativ, also kommt drauf an, also ist relativ. Ich habe mal eine Zeit lang viel geguckt, also ich habe die Mumie, die ersten beiden geguckt, den dritten habe ich leider noch nicht gesehen. Und ich muss sagen, also ich meine, bei der Mumie, die mit Brandon Fraser, nicht der Tom Cruise, gibt es ja auch nur einen. Und ich fand, natürlich, es ist irgendwie. Es ist nicht, vielleicht nicht der beste Film, nicht die besten Filme, aber es ist extrem spaßig. So. Es ist nicht so horrormäßig, wie der Tom Cruise Film sein wollte, vielleicht. Aber es ist sehr spaßig und hat Charme. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, wenn man halt mal Spaß haben, so quasi Gehirn abschalten will und Spaß haben will mit einem Actionfilm und ein Würdest du bisschen sagen, quasi Wunder dabei haben. Ja? es ist eher so eine Art Guilty Pleasure oder Ja, würdest du sagen, schon, es ist ein ja. guter Film? Ja, schon. Also ich finde, der erste vor allen Dingen, der zweite kann man drüber streiten, aber der erste ist gar nicht mal so ein schlechter Film an sich. Also es gibt deutlich schlechtere. Ich würde ihn so als mittelmäßig, als Film an sich einschätzen. Aber er hat einfach extrem viel Charme und es ist einfach ein wundervoller Film. Auch wenn er historisch inakkurat ist, was mir jetzt aufgefallen ist, weil ich mich ein bisschen für, also als das Ägypten interessiere und so ein paar Sachen dann weiß, wenn man so drauf eingestellt ist, dann kann man vielleicht ein paar Probleme mit haben, aber wenn man einfach nur Spaß haben will, dann ist das der perfekte Film. Das klingt Also, ziemlich ja. cool. Ja. Und der zweite ist ähnlich. Also, der ist natürlich actionreicher, aber ich finde, der geht eigentlich auch noch voll klar. Viele sagen, der zweite ist nicht mehr so gut, aber den zweiten kann man sich auch noch ganz gut geben. Den dritten habe ich leider noch nicht gesehen. Aber die kann ich nur empfehlen, so für halt spaßige Filme. Okay. Man darf halt nur keinen Horrorfilm erwarten, das ist es nicht. Das sind Actionfilme. Ja, das ist halt, wenn man das dann im Vorhinein weiß, ich glaube, dann kann man sich auch gut darauf
darauf vorbereiten. Also wenn man das dann weiß, dann ist es ja eine gute Sache. Was hast du sonst so in letzter Zeit gesehen? Ich muss überlegen. Ah ja, wie heißt das, wie heißt das auf Deutsch? Die Insel der besonderen Kinder, dieser Tim Burton-Film, ist das der neueste Tim Burton-Film? Der mit Eva Green, wo die diese, Das quasi ist diese. eine exzellente Frage. Wir sind ja alle auf Letterboxd und ich gucke einfach mal frech nach. 2016 ist Ja, der ja. Tim Burton. Es Ja, kann sogar sein letzten. Ich glaube, der hat noch Alice im Wunderland, den zweiten Teil. Hat er da Regie geführt? Hat er da weiß ich Regie nicht. geführt? Ist Red der ruhig zweite erstmal. Alice im Wunderland später rausgekommen? Ich glaube schon. Sonst Ja? redet erstmal über den Film. Ich guck gerade mal nach. Ah nee, er hat Also, Dumbo gemacht. Dumbo hat er seitdem gemacht. stimmt, Stimmt. Dumbo, ja. Also, ich finde, Stimmt. der Film war so gemixt, bis er so schlechtere Bewertung hatte, aber ich finde, er hat mir Spaß gemacht. Das ist nicht der perfekte Film, kann man sich trotzdem geben. Es gibt deutlich bessere Filme in diesem Genre. Und ich finde, als Tim Burton-Film gibt es deutlich bessere Filme von Tim Burton. Aber kann man sich mal angucken, wenn man sich dafür interessiert. Und das ist auch eine Buchverfilmung. Ich kenne die Bücher nicht. Aber ich fand die Idee ziemlich interessant. Also ich hatte keine schlechte Zeit mit dem Film. Von daher, ja, wenn man sich für so Fantasy und auch interessiert oder auch die Bücher kennt, dann kann man den vielleicht mal sich wagen, den zu gucken. Ja, ich weiß, was ich Klingt doch sonst sagen gut. soll. Ich glaube, ich habe ihm 3,5 oder so Sterne gegeben bei Letterboxd, ich bin nicht mehr sicher. Das ist doch gut. Also 3,5 kann man dann auf jeden Fall mal seinen Spaß mit haben, ne? Ja. Gut, dann würde ich einfach mal zu meinen Filmen kommen. Ja. Ich würde erstmal mit einer Serie anfangen. Ich breche erstmal mit meinen eigenen Regeln. Ich habe nämlich seit irgendeinem Tag, ich weiß nicht mehr genau seit wann, aber da ist die Rick and Morty, die vierte Staffel auf Netflix, und zumindest die ersten 5 Folgen. Und die habe ich in einem Rutsch durchgeguckt und es ist ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, Rick and Morty kennt so gut wie jeder. Man liebt oder man Natürlich. hasst es. Und die 5 Folgen sind eigentlich genau klassisch Rick and Morty. Sie machen Spaß, sie sind unfassbar kreativ. Es werden richtig coole Sachen angesprochen. Es gibt einen genialen Joke zu den Filmen von David Lynch. Und ja, ich kann nur sehr sagen, ich freue mich auf die zweite Hälfte der vierten Staffel mit den Folgen 6 bis 10. Hast du schon die vierte Staffel Rick and Morty Nee, gesehen? ich hab die nicht gesehen. Wo Aber kann man die? Kann man, ist die auf Netflix? Wo die ist ist auf das? Kann man Netflix, genau. Netflix? Ja, die ersten 5 Folgen sind jetzt schon dort. Das ist ziemlich Nee, habe cool. ich noch nicht. Ich habe in letzter Zeit keine Serie geguckt, überhaupt nicht, glaube ich. Okay. Die letzte Serie, die ich geguckt habe, war Community, glaube ich. Oh ja, Community ist wundervoll. Aber darüber können wir vielleicht mal wann anders reden. Ja. Und sonst reden wir die ganze Zeit nur über Community. Wirklich, wenn ihr Community noch nicht gesehen habt, schnell, holt es nach. Ist auf Netflix. Ja, genau. Dann würde ich mal zu einem anderen Film kommen. Zu dem habe ich sogar auf Letterboxd ein paar Worte geschrieben. Das ist ein Mystery Train von Jim Jarmusch. Ich weiß gar nicht, ob Jim Jarmusch der Name dir bekannt ist, Jan. Das ist ein Jetzt so bekannter gerade nicht. Independent-Filmer. Und ich habe ihn jetzt auch so richtig kennengelernt, erst durch Mubi. Und ich konnte mit seinen Filmen nicht viel anfangen. Sie sind sehr langsam. Also sie haben skurrile Figuren. Aber für mich hat das Pacing halt diese Filme immer sehr, sehr kaputt gemacht, dass sie mir einfach zu langsam waren. Und ja, es hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht wie manchen anderen. Aber es sind keine schlechten Filme. Ich glaube, da ist einfach auch so ein Lieben oder Hassen. Und ich habe letztens von ihm einen Film gesehen, den habe ich schon im Podcast vom Controversial Cinema Club gesehen, erwähnt meine ich, Night on Earth, den ich ziemlich, ziemlich grandios fand. Und ich habe jetzt Mystery Train von ihm gesehen. Das ist auch so ein Anthology-Film von ihm. Und den fand ich auch richtig, richtig stark. Der hat mir so viel Spaß gemacht. Der behandelt eine Nacht in Memphis. Und es werden uns 3 Episoden gezeigt, die alle so verschieden sind, aber trotzdem auf so eine eigene Weise immer so ein Leitmotiv haben und skurril sind und einfach Spaß machen. Deswegen, ich konnte richtig viel mit dem Film anfangen, hat mir Spaß gemacht. Solltet ihr gucken, Mystery Train. Sehr, sehr guter Film. Wo war, auf Mubi war das? Auf Mubi, aber ich glaube, der läuft bald aus. Es kann sogar sein, dass der doch, ich glaube, ein paar Tage ist der noch dort. Vielleicht, wenn ihr den Podcast seht, auch noch. Ja, Night on Earth.
Nein, nicht Night, also Night in Earth ist, glaube ich, nicht mehr drauf, aber Mystery Train. Mystery Train solltet ihr echt unbedingt gucken. Und auch du, Jan. Ich glaube, ist auch ein ganz Ja, guter Start für seine ich Filme. bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe noch nicht gecheckt, wie man auf Mubi, ich bin da draufgegangen. Aber wie sucht man da was? Da war kein Suchding. Ich habe das nicht gecheckt. Ich konnte nur Suchen die gibt's auch Filme nicht. quasi anfangen zu gucken, die auf dieser Anfangsseite waren. Das hat mich etwas irritiert. Und dann habe ich das gelassen. Das ist das Problem, aber so bei der App für Smartphone und fürs iPad, da kann man nicht suchen. Suchen kannst du tatsächlich nur auf dem Laptop. Ja? Ja, auf Vorhin dieser auf meinem iPad, Startseite. das habe ich das angemacht. Da Ja. konnte ich suchen. Auf der Startseite, das wird jetzt zu einem Mubi-Tutorial, Leute. auf Mubi sind nur auf dieser Startseite. Es ist so, dass also jeden Tag kommt ein Film drauf und dafür verschwindet ein Film im 30-Tage-Zyklus immer. Also ein Film läuft immer 30 Tage, bis er halt von der Seite dann verschwindet. Und auf der Startseite sind halt die 30 Filme halt, die halt in diesem Kreislauf sind. Und die haben jetzt eine Videothek eröffnet für. Ich glaube, für auch jetzt schon für Handy und für und halt vor allem für den Laptop. Und ja, da sind halt noch ein bisschen mehr Filme. Auch richtig gute Filme, zum Beispiel von Bong Joon-ho. Und ja, da ist halt nur immer ein bisschen blöd hinzukommen, weil du musst halt dann in dieser Videothek die ganze Zeit ja, nach Filmen, also von Film zu Film praktisch gehen, weil du kannst halt auf dem Handy und auf dem iPad nicht suchen. Das geht nur auf dem Laptop. Ne. Das ist ein bisschen blöd. Und ich Das habe noch einen Film probiere ich dann gesehen. aus. Ne? Ja, und ich habe noch einen Film gesehen. Also den habe ich auch im letzten, nee, nicht im letzten Filmeinkauf. Der Filmeinkauf ist schon ein bisschen her, aber ich habe ihn auf jeden Fall irgendwann mal in einem Filmeinkauf-Video erwähnt. Das ist The Pool. Das ist so ein Tierhorrorfilm, ein indonesischer. Und es ist ein Trash-Film. Es ist ein Trash-Film, aber er hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, darauf Also kommt es an. Tierhorrorfilm, was kann man darunter vorstellen als Also es Tierhorrorfilm? ist auch kein Tierhorrorfilm. Also es ist so, die Geschichte ist, ein Typ wacht eines Tages in einem, also in einem Schwimmbad in so einem Becken auf, das 6 Meter tief ist, und ein Krokodil ist dort mit ihm. Und das Wasser ist draußen und er kann nicht entfliehen. Ah, so wie es gab ja diesen Actionfilm, der eigentlich Trash war, aber er gar nicht mal so schlecht war, dieser Crawl, Crawl meinst da. du? Ja, So genau, das war ähnlich? sogar. Ich habe Crawl nicht gesehen. Der Ich ist, auch nicht, glaube ich, auch aber. heute ist der, glaube ich, auf Amazon Prime für uns. Ja? Ja. Weil ich habe Und da so Trailer und so von gesehen. Ich dachte so, ach, das sieht irgendwie so wie so ein Trash-Monster-Katastrophenfilm aus. Aber dann habe ich so ein paar Reviews gesehen, so. Und das war gar nicht mal so schlecht bewertet. der soll auch So ganz gut sein. mittelmäßig, so deutlich besser, als ich dachte. Willst du einen Fun Fact zu Crawl hören? Ja. Das ist der Lieblingsfilm von Quentin Tarantino aus dem Jahr 2019 oder 2018. Ich weiß nicht mehr genau, wann der erschienen ist. Aber auf jeden Fall aus dem Jahr war das Tarantinos Lieblingsfilm. Das heißt ja schon was. Ja, also ja, The Pool. Also The Pool ist jetzt nicht unbedingt cool, aber ich glaube, also ich hatte ziemlich viel Spaß mit dem Film, weil es halt einfach, es ist lustiger Trash. Er geht dir nicht andauernd auf die Nerven wie Cats, sondern er macht tatsächlich Spaß. Und ich finde ihn besser als so manchen Blockbuster, der in letzter Zeit rausgekommen ist. Ich habe ihm zwar nur 2 von 5 Sternen gegeben, aber für einen Trash-Film ist es absolut okay. Also ich hatte meinen Spaß. Ja, manchmal muss man auch Trash-Filme gucken. Ja, manchmal geht das schon in Ordnung. Ich habe ja auch davor Mystery Train geguckt, mein Gehirn beansprucht. Und ja, dann geht es auch mal, einfach mal einen Trash-Film zu gucken. Würde ich Ja. sagen, oder? Sehr schön. Wollen wir zum Hauptteil kommen oder hast du noch was zu sagen? Ja, ich habe noch gesehen, was ich auch empfehlen kann zu gucken. Ich kann jetzt nicht sagen, wie gut er ist, weil es ist, finde, eine sehr schwierige Einschätzung. Ich habe gesehen, im Deutsch heißt es In meinem Himmel, im Englisch glaube ich The Lovely Bones von Peter Jackson, ich glaube aus dem Jahr 2009 mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle. Und ich dachte, ich hatte da vor Ewigkeit mal einen Trailer von gesehen und ich dachte, es wäre so eine dunkle Komödie, aber ich war komplett falsch und ich finde, es ist ein Film, den man geguckt haben sollte. Ich will jetzt nicht viel verraten, weil das, glaube, das macht es ein bisschen kaputt. Aber man sollte sich den mal angeguckt haben, ist auf Amazon Prime. Ich sag jetzt nicht, dass jeder den Film gut finden sollte oder
Manche Leute werden auch quasi abgeschreckt danach sein und sagen, dass so einen Film finden sie nicht gut. Auch wenn man die Reviews anguckt, sehr, sehr gemixt und polarisierend und teilweise auch kontrovers. Aber ich finde, man sollte es mal angucken. Auf jeden Fall, Saoirse Ronan ist überragend in dem Film, die trägt den Film. Und keine Ahnung, der ist ja von 2009, die war da vielleicht 14, 15. Darum, ich finde, so, dass es schon beeindruckend ist, dass eine Schauspielerin in so jungen Alter schon so einen Film tragen kann. Absolut. Ja, und ich finde, man sollte sich den mal angeguckt haben und sich seine eigene Meinung darüber gebildet haben. Ich denke auch nicht, dass viele den Film so im Hinterkopf haben, aber kann ich nur empfehlen zu gucken. Also ich persönlich, ich fand ihn ziemlich gut. Ist kein Meisterwerk, aber ich glaube, ich habe ihm 4 von 5 gegeben. Aber auf jeden Fall behandelt ein sehr schweres Thema. Aber mehr will ich nicht sagen. Ihr könnt ja selber gucken. Findet ihr auf Amazon Prime? Also vielleicht kennt ihr den Film auch unter dem englischen Titel The Lovely Bones. Ja, weil unter In meinem Himmel kannte ich ihn jetzt auch nicht. Aber ja, findet ihr auf Amazon Prime. Du hast gesagt, dass der von Peter Jackson ist, oder? Ja, Peter Jackson, ja. Ja, guter Mann, guter Mann. Hast du eigentlich Braindead gesehen? Nein, Oh, noch nicht. den musst du auch mal unbedingt gucken. Das ist auch so eine richtig coole Slasher-Horror-Komödie von Peter Jackson. War es einer seiner ersten Filme? Keine Ahnung. War richtig, richtig cool. Ja, das war, fand ich, ein schöner Einstieg in diesen Podcast. Und ich würde sagen, wir kommen zu meinen 10 Lieblingsfilmen, oder? Jetzt bin ich gespannt. Also, ich denke, ich habe schon ein paar, denke ich, weiß ich schon, aber ich bin wirklich gespannt, was du hier Ja, rausgesucht hast. ich weiß, ich habe mich auch extrem schwer getan. Deswegen habe ich auch noch lobenswerte Erwähnungen, die ich am Ende erwähnen möchte, denn ich habe mich sehr, sehr schwer getan. Aber ja, was ich noch dazu sagen wollte, ich hab ein paar Regeln gemacht, nämlich, dass ich den Film mindestens zweimal gesehen haben muss. Deswegen, es kann vielleicht wundern, Akira Kurosawa und Stanley Kubrick, die gehören zu meinen absoluten Lieblingsregisseuren, aber die meisten Filme von denen habe ich tatsächlich nur einmal gesehen. Und Aber es deswegen. gibt auch so bei manchen Filmen so ein Problem für mich. Es gibt so manche Filme, die richtig gut sind, die kannst du nur so einmal wirklich gucken. So beim zweiten Mal ist das nicht so, findet man das nicht mehr so gut. Also nicht, weil der Film schlecht ist und beim ersten Mal so die Brille auf hatte, sondern weil die so gemacht sind, dass man das einmalige Erlebnis ist und beim zweiten Mal, weil man es ja schon kennt, ist dieses Erlebnis weg. Es gibt diese Filme. Darum finde ich Da hast du dieses mit recht. dem zweimal gucken. Das weiß ich nicht, ja, aber wenn Aber du die du musst Regeln selbst gemacht bedenken, hast, wir reden ne? hier nicht über die besten Filme, sondern über die Lieblingsfilme. Und einen Lieblingsfilm kannst du ja immer und immer wieder gucken. Ja, okay, das stimmt auch schon, ja. Also deswegen, das war für mich der Punkt. Klar, es gibt Filme, die halt vor allem beim ersten Mal richtig, richtig gut funktionieren. Aber das wird dann kein Lieblingsfilm von dir, weil ein Lieblingsfilm, den kannst du ja eigentlich immer in den Blu-ray-Recorder schmeißen und einfach Ja, gucken. das stimmt, Und ja. Wo man das immer war mit bei diesem Spaß Film nicht hat. so. Ja, genau. Ja, nicht unbedingt Spaß. Ich bin eher jemand, der eher so auf die Fresse Sachen steht. Und Weil es kann ja einem auch Spaß machen. das kann einem auch Also Spaß das zu machen. gucken. Oder das Gefühl, das dann einem bei, Ja. also der Film bei einem erzeugt. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Jan, du sollst die Filme erraten. Außer Gott. bei den Filmen, wo ich mir unsicher bin, ob du die Aber kennst. du musst mir Tipps geben, Ja, weil ich kann natürlich. jetzt nicht komplett, ich kann jetzt einen Film sagen, aber ich Naja, weiß ja nicht, wie du gerankt hast. wir fangen bei Platz 10 an. Mein erster Tipp ist, es ist ein Märchen für Erwachsene. Pans Labyrinth? Oh mein Gott, das ging viel zu schnell. Oh mein Gott, ja. Ja, oh mein Gott, Pans Labyrinth. Ich liebe den Film auf Platz 10. Jan, willst du was zu Siehste, Pans das Labyrinth ist einer sagen? dieser Filme. Das ist einer der besten Filme, finde ich. Also sehr unterschätzter Film, finde ich. Einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Also meiner Meinung nach, die ich jemals gesehen habe. Und für mich ist das eher so ein Film, der beim ersten Mal deutlich, deutlich besser funktioniert, als wenn du es wiederholt guckst. Oh, das In sehe ich diese absolut Kategorie fallen. anders. Ne? Das sehe ich absolut anders. Ja? Ja, ich sehe es anders, weil es auch so ein Film ist, der so detailverliebt ist, bei dem Das stimmt. jedes Mal gucken die neue Sachen auffallen. Und deswegen, das ist jetzt auch, also ich finde auch bei Pans Labyrinth ist dieses wunderschöne, der ist in seiner Grundthematik unfassbar traurig. Der spielt 1944, glaube ich. Da ist dieses Ja, faschistische Franco, spanischer Spanien, Bürgerkrieg. genau, Franco. Und der hat so eine unfassbare tragische
Hintergrundgeschichte, aber der vermischt das auch mit so wundervollen, wunderschönen Elementen, Märchenelementen. Und das ist einfach für mich, das ist für mich so ein ganz, ganz besonderer Film. Ich könnte den noch mit gar keinem Film vergleichen. Das ist, Ja, das stimmt. Da der stimme ist ich dir wirklich zu, weil toll. trotzdem finde ich finde beim ersten Mal gucken funktioniert der mit Abstand am besten. Natürlich kannst du beim zweiten, dritten Mal gucken, auch Spaß mit dem Film haben und Details wieder entdecken. Aber ich finde so, beim ersten Mal gucken ist das, der schlägt dir so ins Gesicht. Du zwar auf schöne Weise, aber irgendwie schlägt er dir auch ins Gesicht. Und beim zweiten Gucken hast du nicht mehr dieses Gefühl, weil du ja schon die Tragik kennst. Aber ja, ich kann ihm so halb recht geben irgendwie. Aber auf jeden Fall grandioser Film. Ich liebe Pan's Labyrinth, also ich bin ja ein riesiger Fan von Guillermo del Toro und ich bin ja auch riesiger Fan von Shape of Water, den ich auch so als modernes, erwachsenes Märchen betiteln würde. Und ja, Also, Pan's es Labyrinth. gibt ja auch, der ist ja auch so quasi Märchenfilm. Es gibt ja auch so, so Behind the Scenes oder so, wo die ein Haus gegangen sind, von dem quasi gefilmt haben. So Interviews und so. Und der hat ja auch so ein richtig krankes Haus mit so ganz vielen Puppen und Props und all sowas. Das ist so wie so eine Art Märchenhaus. Das ist richtig, richtig krass, das zu sehen. Ich glaube, das kann Okay. man, da gibt es so Interviews auf YouTube. Das fand ich sehr beeindruckend. Weil der die ganzen Sachen im Haus stehen hat. Das sieht Ja. aus wie aus einem Film, so alles in dem Haus. Das ist so geil. Es ist halt ein Typ, finde ich. Also Guillermo del Toro, wenn du den siehst, ich finde, du kannst ihn schon irgendwie, du erkennst ihn halt sofort wieder. Ja. Er hat so einen ganz eigenen Stil. Also ich muss sagen, Guillermo del Toro ist mein Tim Burton. Und wusstest du, dass die Hobbit-Filme ursprünglich von Guillermo del Toro gemacht werden sollten? Oh, das wäre so cool gewesen. Ja, aber dann hat der irgendwie, keine Ahnung, warum der abgesprungen ist, und dann haben die ja Peter Jackson dann wieder dazu bekommen. Und ich habe mal so Dokumentation darüber gesehen. Und einer der Gründe, warum die Hobbits nicht so gut gelungen sind, ist, weil der einfach in der Mitte des Prozesses des ersten und zweiten Films, die haben reingekommen ist, die haben die Okay. zusammen gefilmt, oder beim ersten auf jeden Fall ist er in der Mitte des Drehs reingekommen und der hatte überhaupt keine Ahnung, was da abgeht und der hatte keine Ahnung, was der macht, weil Del Toro hat ja schon Sachen angereizt und so, die hatten ja schon angefangen und das war dann alles durcheinander und das gilt als einer der Gründe, warum die Hobbits so ja, chaotisch sind. Okay. Ich hätte es geil gefunden, hätte der die Hobbits gemacht. Ja, der sollte, glaube ich, auch Regie führen bei, ich suche gerade den Namen von dem Film, denn ich weiß nicht genau gerade, wie der heißt. Zum Glück habe ich eine Kritik auf Letterboxd geschrieben. Er sollte, also er hat ja bei Blade 2 Regie geführt. Ja. Den habe ich nicht gesehen, aber ich, genau, er hätte ja, glaube ich, eigentlich die Regie von, also Freddy vs. Jason übernehmen sollen. Also Freddy Krueger und Ja. Jason, der aus Freitag der 13. Und das ist leider ein mieser Film geworden. Aber stell dir vor, der wäre von Guillermo del Toro. Oh mein Gott, das wäre so cool gewesen. Freddy vs. Jason von Guillermo del Toro. Ah, das wäre so cool geworden. Ja, Das stimmt. den weine ich auch noch hinterher. Aber auf jeden Fall, Pan's Labyrinth. Wundervoller Film, wundervolles Märchen. Kann ich immer wieder gucken. Macht mir Spaß. Vor allem, ich würde sagen, wir spoilern nicht in diesem Podcast. Nein. Aber die Augen, die Hände in den Augen. Das ist, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine der besten Szenen der Filmgeschichte. Ja, auf jeden Fall eine der besten, so quasi, kann man sagen, Fantasy, weil es ja so märchenhaft ist. Ja. Da gebe ich das eher wundervolle Szene. Ja, ich meine, genau, es ist Duck Jones. Duck Jones ist ja eh eine Legende, wenn man so in Sachen, ja, so in Sachen Kostüme und so in Sachen Ja. Filmmonster spielen geht. Er hat ja auch Ape gespielt in Hellboy oder auch halt in Shape of Water, das Wesen. Ach, Duck Jones ist so ein cooler Typ. Star Trek Discovery hat er auch mitgemacht, ne? Ja, als der, ja, auch als so ein Kostümwesen, ja. Nice. Also ich würde sagen, Pan's Labyrinth, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, solltet ihr ändern. Los, macht es, schnell. Kommen wir zum nächsten? Ja. Ja, gib mir einen Tipp. Okay, ich gebe dir. Ich glaube, du kennst den nicht, aber ist es ein koreanischer Film? Dann wird's. Es ist mit. Ich kann den auch nur schwer beschreiben, wenn ich nicht weiß, ob du den kennst. Im Titel des Films steht Devil. Welcher Regisseur? Du kennst den Regisseur nicht. Kim Ji-won.
Okay, kann ich nicht mehr sagen. Der hat auch einen ziemlich coolen anderen Film gemacht, The Good, The Bad, The Weird. Der ist ziemlich cool, aber um den geht es hier heute nicht. Es geht um I Saw the Devil. Ich würde dir einfach da Den mal Namen schon mal empfehlen. gehört. Ja, der ist unfassbar beliebt und ich liebe den auch extrem. Schade ist nur, in Deutschland gibt es den nur in der gekürzten Version, aber ich habe ihn auch schon uncut gesehen. I Saw the Devil. Es geht um ein Katz-und-Maus-Spiel, das sich immer wieder ändert. Es gibt einen Serienmörder in Südkorea und der hat eine Frau getötet und der Mann von dieser Frau ist so eine Art, also er ist kein Polizist, der ist auch kein richtiger, er ist so eine Mischung aus, ach, er ist so ein Security-Beamter oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall so ein Typ, mit dem du dich eigentlich Das ist ein nicht Sicherheitsgang, anlegen. nicht Ja, so, ja. also du sollst halt, also der weiß halt, wie man kämpft. Ja. Und es ist halt so, dass er halt seine tote Frau rächen möchte und den Mörder seine Rache spüren lassen will. Und es ist so, es gibt dieser Film nimmt so viele coole Twists und insgesamt dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesem trauernden Ehemann und diesem unfassbar bösen Serienmörder, mit dem du auch einfach null Empathie empfindest. Es ist so cool gemacht, weil halt auch die Rolle zwischen Gejagter und Gejagtem immer wieder tauscht. Und das ist so cool. Und das Ende des Filmes, das ich natürlich jetzt nicht spoilern werde, aber es hat einfach so viele coole Sachen, wo du dir einfach nur immer wieder denkst, mein Mund steht offen, was passiert hier gerade? Und deswegen, I Saw the Devil, das ist ein Film, der macht, also der, mir macht der schon Spaß, aber das ist einfach, der schlägt dir einfach permanent in die Magengrube. Und es ist so ein ganz eigenes Gefühl. Und insgesamt, die Südkoreaner können ja einfach Rache-Thriller. Und deswegen I Saw the Devil, wundervoller Film. Du hast ja gerade gesagt, dass quasi der Antagonist, dass du quasi kein Mitgefühl hast. Ich habe mir mal die Frage gestellt, was ist effektiver, wenn quasi der Serienmörder Antagonist in solchem Film, wenn du quasi der menschlich dargestellt ist, wenn du quasi Mitgefühl hast, oder wenn der einfach dieses kalte Monster ist. Das kalte Monster ist zwar effektiv und das teilweise auch manchmal so sieht so ein bisschen realistisch, also realistisch. Und das ist halt dann auch viel, viel grausamer und unheimlicher, sage ich mal. Aber wenn du es den humanisierst, da das hat dann so ein bisschen mehr, das macht auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich genau sagen soll, wenn du für den Antagonisten mitfühlst, das macht dann diesen Ausgleich zwischen Held und Antagonist. Man Das macht hinterfragt dann die auch Seite. interessant. Und ich frage mich immer, was ist sinnvoller? Das ist immer, da denke ich manchmal drüber nach. Es kommt auf den Film, glaube ich, an. Also man muss auch sagen, bei I Saw the Devil ist es so, dass der Serienmörder schon menschlich dargestellt wird. Er ist jetzt keine unaufhaltsame Bestie, sondern er wird sehr, sehr menschlich dargestellt. Auch er macht Fehler. Auch er begeht Sachen, die er nicht tun sollte. Aber es gibt einfach keine positive Seite an ihm. Wir lernen ihn als Mörder kennen Das und als meine ich ja. Arschloch Mit kennen. menschlich meine ich zum Ach, du meinst Beispiel, mit auch wenn du positiven Seiten? hast. Du meinst auch mit positiven Seiten? Ja, dass du quasi ein bisschen den nachvollziehen kannst. So zum Beispiel, mir fällt nicht. Also zum Beispiel als Beispiel ist zum Joaquin Beispiel, Phoenix. aber eher als Buch, ist Joker. eher ein Buch dieser im Parfüm. Du kannst Ah, irgendwie ja, schon. okay. Das ist auch ein gutes Beispiel. Und als Gegenbeispiel würde ich, wie heißt nochmal? Zum Beispiel die Figur heißt der No Country for Old Men. Ach, du meinst von Das ist aber Rafia diese Badem Maschine mehr. gespielte? Der von Rafia Badem gespielte? Ja, wie heißt die Figur? Ja, warte. Anton Chigurh steht Ja, auf das ist für mich einfach Amazon. so eine unaufhaltsame Mördermaschine. So. Nicht physisch so überlegen, wie zum Beispiel so ein Terminator, aber trotzdem so richtig professionell und kalt und einfach unaufhaltsam. So. Weißt du, er kommt Aber trotzdem beides immer wieder. funktioniert gut. Beides Ja, funktioniert in stimmt. beiden Fällen extrem gut. Ja, das ist immer schwierig. Ich glaube, man muss sich dann auch einfach mal, das ist halt auch die Aufgabe des Drehbuchs, für was entscheide ich mich und was passt besser in den Film. In diesem Film wird es gar nicht funktionieren, wenn du dem Mörder so noch, der hat nichts. Also, das ist natürlich jetzt auch, also, es ist schwierig. Es ist schwierig bei dem Film. Du empfindest keine Empathie mit ihm, aber das heißt natürlich nicht, dass er
Okay. Also natürlich sind Mörder schlechte Menschen, aber auch Mörder sind nicht zu 100% schlecht, sondern nur zu 99,9% schlecht. Und weiter kann ich nicht ins Detail gehen. Es ist schwierig. Und was ich vielleicht noch sagen wollte, diesen Serienmörder, der wird gespielt von Choi Min-sik und das ist der Hauptdarsteller aus Oldboy und den liebe ich eh. Der ist ziemlich cool. Ah, ja. Aber ja, ich kann jetzt nicht weiter über ihn reden, denn ob ihr es glaubt oder nicht, wann anders, glaube ich, werden wir nochmal auf ihn zu sprechen kommen. Wollen wir weitergehen? Ja, Nummer 8 kommt jetzt. Nummer 8. Es war mal mein Lieblingsfilm. Hä? Es war mal mein Lieblingsfilm. Es war mal. Also. Lange Zeit war dein Lieblingsfilm Fight Club oder ist? Ja, Ist das richtig? ist deine Antwort. Ja. Das ist auch richtig. Nur auf Nummer 8? Nur auf Nummer 8 tatsächlich, ja. Es Ich war habe. immer dein Lieblingsfilm, wenn du gesagt hast, was ist mein Lieblingsfilm, hast du immer gesagt, ja, das ist Fight Club. Ja, es ist. Ja, ich musste mich bei dieser Liste halt. Es war schwierig. Also rein theoretisch, also nicht. Also ich würde sagen, jeder von diesen Filmen, die jetzt kommen, haben auch was ganz Persönliches bei mir ausgelöst, wenn ich sie geguckt habe, aber Fight Club, ich weiß nicht, es ist schwierig. Der könnte auch 5 Plätze weiter vorne stehen, aber muss ich halt entscheiden, ne? Ist schwierig. Ja, stimmt. Fight Club, ja, ist auch so ein Film, über den wurden schon 1 Milliarde Worte gesagt. Was will man sagen? Handlung müssen wir, glaube ich, nicht wiedergeben, um was es in Fight Club geht. Ja. Ich glaube, den Und Fight Club kennt brillant, jeder. brillant gemacht. Brillanter Twist, auf den wir natürlich nicht weiter eingehen. Aber Fight Club ist für mich so ein Film, der ist rundum perfekt. Ja, ich würde so weit sagen, und ob man jetzt sagt, ich würde sagen, es ist ein perfekter Film, aber damit meine ich jetzt nicht, dass wenn man sagt, perfekter Film, dass der beste Film aller Zeiten ist. Manche Filme sind einfach perfekte Filme in dem, was sie sein wollen. Und Fight Club ist das einfach so. Es ist ein extrem guter Film. Wahrscheinlich einer der besten Filme, die jemals gemacht werden. So, ich würde ihn schon sagen, in diesem Top 100 oder so, auf jeden Fall. Vielleicht sogar höher. Der steht auf IMDb ja auch nicht umsonst auf Platz 11 der besten Filme aller Zeiten. Ja, Also das ist einfach. so. Und es ist einfach perfekt gemacht. Es ist einfach nichts, was nicht funktioniert. Es ist einfach perfekt in jedem Aspekt. Ob man ihn jetzt sagt, dass man meiner Meinung nach der beste Film, vielleicht ist es nicht der beste Film aller Zeiten, vielleicht ist es nicht seiner Lieblingsfilme, vielleicht mag man ihn überhaupt noch nicht, kann ja auch sein. Aber man kann nicht also abstreiten, dass der einfach perfekt gemacht ist. Ja, das ist, also für mich ist Fight Club, als ich den geguckt habe, das war augenöffnend. Ich wusste nicht, was mich dort erwartet. Und ich meine, ich habe erwartet Fight Club, was wird da passieren? Da werden sich irgendwelche Leute auf die Fresse hauen. Aber was dann in der zweiten Hälfte des Films passiert, wurde so immer so abgedrehter und so verrückter. Und die Figur von Brad Pitt, das ist einfach Kult. Vielleicht ist Fight Club der größte Kultfilm neben Pulp Fiction. Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen, Ich weiß aber nicht. Pulp Ich Fiction meine, ist schon 100-mal kultiger, würde ich sagen. ich weiß nicht. Allein die Zitate von Tyler Durden, ich meine, Das die Einzige, erste was so Regel in Fight richtig Club. Die zweite krass, Regel in Fight also Club. krass Allein das. Kultstatus hat, ist das mit dem Fight Club, so mit den Regeln. Nein, Ja, das schon. die ganze War. Figur von Brad Pitt, also, Ja, aber. das ist schon Der ist riesiger schon einer der Kult. kultigsten Filme, ich würde jetzt nicht sagen, der zweitkultigste. Ich Ich weiß nicht. weiß nicht, vielleicht schon, vielleicht Natürlich. hast du recht. Muss man drüber nachdenken. Ich glaube, jeder kennt Fight Club. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Jeder hat schon mal von Fight Club irgendwie gehört. Also, selbst Leute, die sich nicht so krass mit Filmen auskennen, haben, denke ich mal, von Fight Club gehört. Und Aber das zum ist Beispiel, mir was so ich zum ein. Beispiel als kultiger ansehe, ist E.T., Zurück in die Zukunft. Das glaube ich alles nicht. Ich glaube, das ist nicht so kultig wie Fight Club. Ich glaube das nicht. Also E.T. auf jeden Fall. Also, nein, ich glaube das jetzt. Also, ich habe es durch Letterboxd mitbekommen. E.T. wird von so vielen gar nicht so sehr gemocht. Ich bin schockiert. Was habt ihr gegen E.T.? Was? Ja, ich habe das durch Letterboxd E.T. ist mitbekommen. für mich einer der Filme, wo ich immer dachte, so, das ist vielleicht nicht der Den allerbeste liebt Film, aber jeder. jeder mag den Film. Zumindest. Ich bin noch niemandem begegnet, der sagt, der E.T. ist scheiße. Ich weiß nicht, E.T. irgendwie, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, Ich was die liebe Leute an die. E.T. Das ist nicht einfach. mögen. Ich würd jetzt gerne sagen, das ist Kindheitserinnerung, obwohl wieder rauskommt wahrscheinlich am Leben, aber so, ich habe den schon als kleineres Kind schon das erste Mal geguckt, ich weiß nicht, wie alt ich war. Und das ist halt für mich auch eine Kindheitserinnerung, weil ich schon als Kind, kleines Kind, mittelkleines Kind, mittel, keine Ahnung, geguckt habe. Und das ist halt so Nostalgie für mich. Ja, Ich bin damit E.T. aufgewachsen. E.T. ist auch für mich so ein Film, der. Für mich ist E.T. fast perfekt. Ich weiß nicht genau, was mich an E.T. stört, so ein kleines bisschen, aber E.T. ist für mich einfach so ein Film, der ist einfach so unfassbar cool. Den kannst du mit jeder Altersklasse gucken. Der ist Ja, einfach stimmt. schön, der bringt dich zum Weinen, der macht dir aber auch einfach viel Spaß. Ist einfach für mich ein wundervoller Film. Genauso wie Fight Club. Ja. Fight Club, ja. David Aber Fincher. ich bin sehr überrascht, dass der. Ich habe ihn vielleicht nicht auf 1 erwartet, aber ich habe schon gedacht, Top 5 zumindest. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass der nur auf 8 war, dass der auf 8 ist. Da bist du jetzt gespannt, was jetzt kommt, ne? Ja. Soll ich weitermachen? Ja. Kenne ich den nächsten Film? Den nächsten kennst du, ich habe dich gezwungen, ihn zu sehen. Es ist ein Film von David Lynch. Ist der Twin Peaks-Film? Nein, der Twin Peaks-Film ist okay, aber er ist jetzt nicht sonderlich krass. Der Film von David Lynch? Es ist einer der untypischeren Filme von David Lynch, aber eigentlich trotzdem total typisch für ihn. Was für ein Film von David Lynch habe ich noch gesehen? Eigentlich habe ich kaum einen Film von David Lynch gesehen. Deswegen sollst du dich ja auch schämen, aber Aber ich habe ihn gesehen, hast du du gesagt. hast ihn gesehen, ich habe dich gezwungen. Du hast zumindest gesagt, du Warte. hast ihn gesehen. Das war ein Film, als ich den geguckt habe. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das ist das dritte Video auf dem Kanal. Ich war so geflasht von dem Film. Ich habe mich hingesetzt und hab einfach kurz gesagt, Leute, ihr müsst den gucken. Der hat mich emotional mitgenommen. Ist für mich der vielleicht traurigste Film aller Zeiten. Ah, ich weiß. Es ist der Elefantenmensch. Ja, der Ich habe ganz vergessen, Elefantenmensch. wer, den habe ich gesehen, ja. Oh, er ist so unfassbar traurig und so unfassbar, unfassbar Stimmt, das ist schön. David Lynch, ja. Der ist Ja, krass, den habe ich ne? auf jeden Fall gesehen. Boah, ich liebe den Elefantenmenschen. Ist einer der traurigsten Filme. Auf jeden Fall, ich habe den auch, der bricht mir jedes Mal das Herz. Jedes Mal aufs Neue bricht mir dieser Film das Herz. Ich finde es auch total passend, dass er in Schwarz-Weiß ist. Die hätten es nicht in Schwarz-Weiß machen müssen, aber irgendwie passt es. Es passt auch zu dieser ganzen, also allein diese ersten, keine Ahnung, ich habe den Film jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen, Schande über mich. Aber ich glaube, in diesen ersten 20 Minuten wird so ein großes Geheimnis aus dem Gesicht des Ja. Protagonisten gemacht. Es wird so richtig mystifiziert. Oh mein Gott, was ist da? Und das Ergebnis enttäuscht mich. Also für mich ist Aber auch. wiederum, ich würde sagen, so. Für mich ist das, weil er so traurig ist, ist nicht so ein Film, den ich immer und immer wieder gucken könnte, so wenn man das als Lieblingsfilm definiert. Der ist Ein auch genialer schön. Film, aber für mich weiß nicht. Der ist auch schön. Also der hat einfach auch diese richtig wundervollen, herzerwärmenden Momente. Ja, das stimmt, aber trotzdem, für mich wäre es kein Film, den ich immer und immer wieder gucken könnte. Ich hätte ihn aber auch nur einmal gesehen. Es ist auch immer ja auch ein bisschen schwierig. Also der Elefantenmensch, natürlich muss man auch ein bisschen in der Laune immer für sein. Also du kannst jetzt nicht in der gleichen Laune der Elefantenmensch und Fight Club gucken. Das sind ja vollkommen andere Filme. Aber der Elefantenmensch, doch, ich kann den immer wieder gucken. Einfach, ich liebe auch das Schauspiel von John Hurt. Ich glaube, der saß jeden Tag 5 Stunden oder so in der Maske. Und Ja, sehr trotzdem, aufwendig. trotzdem, trotzdem erzeugt er aber so ein Gefühl hinter der Maske. Ich find das überragend. Also, dass John Hurt dafür keinen Oscar bekommen hat, ist eine ziemliche Schande. Insgesamt, der war für 8 Oscars nominiert und hat keinen bekommen. Was ist los? Was ist los? Aber vielleicht, ich weiß nicht, gegen wen hat der. Das war Welches Jahr war das? 81. Oscars 81? Ja, soll ich mal nachgucken? Warte, ich gucke gerade. Also, Elefantenmensch. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Ich weiß gar nicht, der war lange Zeit auf Amazon Prime, Ja, aber ich glaube, der ich glaube, ist nicht das mehr ist drauf. Ewigkeiten schon her, wie du. Ah, okay. Also. Wie ein wilder Stier war auch gleichzeitig in dem Jahr nominiert. Film von Martin Scorsese ziemlich gut. Dann eine ganz normale Familie, den ich nicht kenne. Kennst du eine ganz. Ah, Donald Sutherland ist cool. Kennst du eine ganz normale Familie? Ist das ein Film, wo ich mich schämen sollte? Hätte ich das nicht sagen sollen? Sonst sollte ich das piepsen im Nachhinein?
Den ganzen. Ich weiß nicht, weiß ich nicht. Ja, ich Was guck war der mal. nominiert? Wo war der denn? Eine ganze meine Familie. Das ist auf jeden Fall ein Drama. Der hat einen Oscar bekommen für Best Picture, Best Actor in a Supporting Role, Best Director und Achso. Best Writing. Also schon die wichtigsten Sachen. Robert Redford hat Regie geführt. Ist auch ziemlich krass. Nee, jetzt weiß ich es nicht wirklich. Nee, also ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Vielleicht müssen wir uns beide schämen, keine Ahnung. Okay. Also wenn wir uns schämen sollen, dann werden wir das hier auf jeden Fall im Nachhinein piepsen. Diese letzten 3 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Elefantenmensch ist wirklich ein wundervoller Film. Es ist tatsächlich auch mein Lieblingsfilm von David Lynch. Und ich finde es ziemlich krass, weil es halt eigentlich ein. Also es ist ja schon ein untypischerer Film für David Lynch. Und deswegen ist Ja. er. Dass er Ist nicht so, so. also ich finde ihn nicht so skurril, so weißt du? Man assoziiert mir so skurrile Sachen mit David Lynch und das ist gar nicht. Er ist nicht so surreal. Ja, manche, so real skurril, wie man es nennt. Und deswegen, ja doch, aber ja, David Lynch hat noch viele coole andere Filme gemacht. Ich hätte auch zum Beispiel gerne mal Mulholland Drive mit reingenommen, aber den habe ich bisher auch nur einmal gesehen und deswegen, ja, muss ich den erst noch einmal sehen, bevor ich, ja, vor Mulholland Drive in diese legendäre Liste reinkommt. Und wollen wir weitermachen? Ja, ich bin So, gespannt. wie beschreibe ich diesen Film, ohne dass du es direkt weißt? Das ist ein Warte, großes welche Nummer Problem. sind wir jetzt? Wir sind jetzt mit schlechten Zellen. Bei Nummer 6. Ja, sechs, ja. Der Film hat einen Oscar bekommen für Best Actor in der Hauptrolle. Ist der Film alt? Also, wie viel Jahre ist Es ungefähr? ist ein neuerer Film. Neuerer Film. Hauptdarsteller. Und er hat auch die beste Musik bekommen, die beste Filmmusik. Und es waren nur die beiden Oscars. Aber es ist auch gar nicht so schlimm, dass er nur die beiden gewonnen hat. Aber die beiden hat er auch verdient gehabt. Die musste er gewinnen. Bisschen schämen. Ich habe es auch extra ein bisschen eklig gemacht, damit du es nicht direkt weißt. Es spielt Robert De Niro mit. Was hat er gewonnen? Beste Hauptdarsteller und Beste Filmmusik. Ja. Es macht Ratter Ratter in Jans Hirn. weiß es jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, was du als Neuer definierst. Aber wenn ich es halt sage, dann, also der Film kam in den letzten 5 Jahren raus. Okay. Aber Robert De Niro ist nicht der Hauptdarsteller. Nein, er ist ein Nebendarsteller. Ah, ne, okay, ich hab's. Ist gescheckt. Joker. Ja, es ist Joker. Ich wollte es jetzt nicht sagen, er ist vom letzten Jahr, weil dann war Ich es hab eigentlich jetzt relativ klar. De Niro als Hauptdarsteller. Hä? Oscar? Und dann habe ich gedacht, neben das macht Sinn. Ja, oh, Joker. Was sagst du zu Joker? Ich glaube, alle kennen hier meine Meinung zu Joker. Also, ich fand den. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Und ich fand, beim ersten Mal gucken war ich auch überwältigt. Obwohl das vielleicht auch teilweise damit zu tun hat, dass wir sehr nah an der Kinoleinwand saßen. Wir saßen Ne? erste Reihe. Damit habe ich Erste jetzt Reihe, nicht ja, jetzt gerechnet. weiter. Ja, Wir saßen und das war erste, nach meinem glaube ich. Close-Ups, haben mir schon die Augen, waren, wurden schon weggebrannt, aber Wir waren ich kleiner war. als die Augen von Joaquin Phoenix. Es war. Es ist ein überwältigender Film und ein sehr, sehr guter, denke ich. Aber es ist. Wie soll ich sagen? Ist nicht der beste Film Joker ist auch. aus dieser Award Season, würde ich sagen. Also, er hätte jetzt nicht verdient, bester Film zu gewinnen. Das habe ich auch gerade gesagt. Also, hätte er auch nicht verdient gehabt in dem Jahr. Also, Aber es ist immer noch ein guter Film. Also, es gibt halt, glaube Kritiken, die den überhaupt, den einfach zerrissen haben, ja, Gewalt verherrlichen. Das finde ich überhaupt nicht. Kunst hat seine Freiheiten. Und andere, aber es ist auch nicht so, dass es jetzt das absolute Meisterwerk ist. Es ist ein extrem guter Film. Mehr nicht. Und eine überragende schauspielerische Leistung von Joaquin Phoenix. Einfach nur überragend. Oscar hundertprozentig verdient. ja. Also von daher, ich würde ihn jetzt nicht als meiner Lieblingsfilme, wie heißt das, Bezeichnen. be
eher aufzählen. Aber ich finde, wenn man sich das Jahr anguckt, wo es war ja letztes Jahr, ne? 2019, er ist vielleicht nicht, wenn man sich die, genau die Filme, die für Oscars quasi in Reihe standen, nicht vielleicht nicht der Beste und der Verdienste, aber ich würde sagen, von denen ist es der, der am meisten quasi den Test der Zeit, wie man sagt, überstehen wird. Das ist der Film, wo Das man sich. glaubst du? Ja, von denen, die nominiert waren, wird schon. Doch, glaube ich schon. Das weiß ich nicht. Weil das war ein richtiges Event, so. Der Joker ist so überall und alle Leute haben es. Jeder hat darüber geredet, zwar. Und ich denke, da werden sich auch noch Leute in Zukunft daran erinnern werden an diesen Film. Das denke ich auch, aber ich denke, Leute werden auch noch in 50 Jahren Spaß mit Parasite haben. Ja, okay, Parasite, aber. Ja, okay, das habe ich vergessen. Das stimmt. Aber es ist einer der herausstechendsten Filme des Jahres Also, gewesen. ich habe Joker in einem Rewatch keine 5 von 5 Punkte mehr gegeben. Insgesamt Joker ist mit I Saw the Devil der einzige Film in dieser Liste, der keine 5 von 5 von mir bekommen hat. Denn Joker hat, also die zweite, also die letzte, das letzte, der letzte Akt des Filmes, der strotzt vor Logiklöchern leider. Aber sonst, ich liebe Joker und ich kann auch über diese Logiklöcher absolut hinwegblicken. Mir sind die unfassbar egal. Und weil der Film einfach für mich so ein Gefühl erzeugt hat, einfach dieses erste Mal im Kino, das war ein magisches Erlebnis. Sowas hatte ich noch nie im Kino. Ich hatte praktisch durchgehend Gänsehaut. Ich erinnere dort an diese Szene auf der Toilette, nach dem, was in der U-Bahn passiert ist. Ja, Das das. ist einfach perfekt im Sinne von Kameraarbeit, von Regie, vom Hauptdarsteller, von der Musik her. Das war einfach beeindruckend. Und man muss auch einfach sagen, dass Todd Phillips da was erschaffen hat, dass es vielleicht so jetzt im Superhelden-Genre noch nie gegeben hat, vielleicht sogar noch nie im Blockbuster-Genre in der Form. Ja, So einen richtigen Arthouse-Film sollen sich das stimmt. so richtig Ich finde sowas schön. auch wichtig, so. Ja, auf Mal jeden wieder, Fall. es hört sich jetzt vielleicht etwas pompös und arrogant an, aber mal wieder Kunst in dieses Genre zu bringen. Ja, also Und klar. ich, aber ich finde mehr oder weniger alles durch die Bank gut, also alle technischen Abteilungen. Kamera ist auch ganz gut, Ich finde die richtig aber gut. ja, gut, würde ich sagen. Aber die mit zwei herausragenden Sachen, die einfach über alles stehen, sind der Score, die Musik von dieser Isländerin, ich habe vergessen, Gunnar ja. Dutier. Ja, und Joaquin Phoenix. Das so, das steht über allen. Der Rest ist gut bis solide, aber diese Sachen, wenn die beiden Joaquin Phoenix und der Score, das zieht den Film auf na, quasi nochmal eine Liga höher. Ja. Und ich finde, Todd Ja, sag du. Phillips hätte nicht als bester Regisseur nominiert werden sollen. Best Writing jetzt auch nicht. Also hätte er jetzt auch noch nicht nominiert sein. Also hätte er jetzt auch noch nicht nominiert sein müssen, aber insgesamt, Joker ist, finde ich, ein sehr, sehr cooles Werk. Und auch so ein Film, das ist auch so ein Film, das ist auch wieder so melancholisch, den ich aber trotzdem in jeder Verfassung irgendwie gucken kann. Denn der Film macht auch Spaß, aber der haut ja auch richtig häufig in die Magengrube. Der schafft es einfach sehr abwechslungsreich zu sein. Und ich finde, man muss ihn da auch ein bisschen in Schutz nehmen. Klar, er hat sich viel an Taxi Driver, an King of Comedy, an Network orientiert. Ich habe die Filme alle gesehen. Ich sehe auf jeden Fall auch die riesigen Parallelen zu Joker. Aber für mich ist es so ein bisschen wie Star Wars 7. Star Wars 7 nehme ich auch gerne in Schutz dafür, dass er irgendwas zusammenbringen musste, dass er verschiedene Fanlager zusammenbringen musste. Und Joker hat es auch schwer. Joker musste auch überlegen, will ich jetzt erwachsen sein? An was will ich mich anlehnen? Und es passt auch einfach zu dieser Zeit. Also Joker spielt ja, glaube ich, 81 oder so. Es passt einfach. Joker ist ein richtig guter Film, der richtig gut in unsere heutige Zeit passt, der wichtig war Ja, und der mir auch noch in 30 Jahren Spaß machen ich wird. finde auch der Film ist das ein, meiner Meinung nach auch ein wichtiger Film von der Message, sage ich mal, Auf jeden Fall weil richtig wichtig. ich finde das passt, das ist ein zeitloser, also im Grunde ein zeitloser Film, so von der nach der Sache so man muss auch mal, man darf die mental Kranken nicht einfach ausgrenzen, man muss auch Rücksicht aufeinander geben und nicht immer diese Ausgrenzung, diese Kultur der Ausgrenzung haben. Richtig. Und darum finde ich den auch
finde ich den auch sehr, sehr wichtig, besonders heutzutage in unserer Gesellschaft, was ja auch passiert, zum Beispiel ist ja jetzt Rassismus, aber zum Beispiel in der USA, was da abgeht, da werden ja auch Leute ausgegrenzt und ich finde, solche Filme sind die über solche gesellschaftlichen Probleme, die auch manchmal kontrovers sein können, sich trauen, die zu behandeln. Ich finde, sowas ist wichtig. Und daher habe ich auch großen Respekt vor dem Film. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ja. Gut, ich würde sagen, Aber Joker haben wir ich jetzt. bin verwundert, dass du Joker vor Fight Club getan hast. Ja, war eine schwierige Entscheidung, aber ich glaube, Joker kann ich mir häufiger angucken als Fight Club. Das Ja. war der Punkt. Auch wenn Fight Club der bessere Film ist, ja, Joker kann ich mir einfach häufiger angucken. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Film, den du nicht so sehr magst wie ich. Aber ich habe ihn gesehen. Du hast ihn gesehen und ich möchte, dass wir uns in diesem Video jetzt hier nicht schlagen mit Wörtern. wir werden nicht persönlich, Jan. Dieses Mal nicht. Das heißt, ich hasse den Film. Nein, du hast den Film nicht, aber ich bin schon sehr, sehr krass in den Film verliebt. Und der Soundtrack war der, den ich letztes Jahr, also auf Spotify, das Album, das ich am häufigsten gehört habe. Ich habe zwei Ideen. Okay. Aber beide passen nicht von der Art des Films, sollten nicht, meiner Meinung nach, nicht in diese Liste über die anderen Filme, die schon genannt wurden, reinkommen. Okay, wir nehmen es mal zurück mit dem persönlich werden. Jan, vielleicht werde ich doch gleich persönlich. Sag mir mal die Titel. Ich habe ge gedacht, Suicide Squad? Nein. Ich bitte dich, wir reden hier über meine Lieblingsfilme. Suicide Du Squad liebst ist. den Film. Du magst den Film. Ja, aber Du ich siehst bitte ein, dass er dich. scheiße ist, aber du magst ihn. Ja, aber. Und der andere ist, wo wir uns, ich weiß nicht, wo wir geteilte Meinung haben, war Guardians of the Galaxy 2. Nein, auch nicht der. Aber auch ein richtig cooler Soundtrack. Der Film ist aus dem letzten Jahr. Jetzt solltest du es wissen. Sofort. Aus der Pistole geschossen. Schnell! Jan! Bin ich verwirrt? Cooler Soundtrack. Cooler Soundtrack, please. Komm schon. Ah, ich kann nicht singen, aber komm schon. Komm schon. Ich kann es dir auch noch leichter machen. Margot Robbie spielt mit. Margot. Ah! Robbie. Wie hieß Es der Film? war einmal ein Film, Jan. Wie hieß der? Ah, Once Upon a Time in Hollywood. Richtig. Ja, Once upon a stimmt, ja. time. Soll ich erstmal anfangen mit den Lobeshymnen oder willst du anfangen, meine Lobeshymnen in den Dreck zu ziehen? Ne, fang du erstmal an. Perfekt. Once Upon a Time Hollywood ist ein Film, dem ich Zeit geben musste, den ich nach dem ersten Sehen ein bisschen enttäuschend fand, da ich noch nicht wirklich verstanden habe, auf was Tarantino hinaus wollte. Klar, die Kamerafahrten von Robert Richardson, hieß er, glaube ich, haben mich schon direkt beim ersten Mal gepackt. Einfach diese Kamera, die über die Villen von LA fliegt, ist einfach überragend. Für mich so die beste Kamera des letzten Jahres. Sorry, Roger Deakins. Aber Was? das, Du ja, sagst, sorry. das ist die Ja. beste Kamera des letzten Jahres? Ich habe mich in die verliebt. Es tut mir leid. Ich bin ein bisschen Fan. Aber ja, es tut mir leid, okay? Darüber reden wir jetzt nicht. Und das, was Once Upon a Time für mich tatsächlich so perfekt macht, das sind diese letzten 30 Minuten, die für mich sogar vielleicht die besten 30 Minuten der Filmgeschichte sind. Denn Tarantino schafft es, uns eine bessere Welt vor Augen zu führen, indem er es schafft, eine Welt zu kreieren. Eine Welt, von der wir geglaubt haben, dass es unsere wäre, er schafft sich aber seine eigene. Er schafft sein eigenes Märchen. Er schafft ein unendliches, ein, also es passt ja auch in diese Tarantino-Filme, weil Once Upon a Time in Hollywood spielt ja auch in diesem Tarantino-Universum, das ja auch Das stimmt. irgendwie immer voll guter Laune ist und nie mit diesem unfassbaren, brutalen und feigen Gewaltakt der Manson-Family heimgesucht wurde. Und deswegen ist es einfach wunderschön, dass das wenigstens in einer Version der Welt Sharon Tate ihr Kind bekommen hat mit Roman Polanski. Und ja, es einen Film gibt, der nicht den Mörder in den Vordergrund stellt, sondern sein Opfer. Und das auf eine wundervolle Art und Weise, dass ich jedes Mal, wenn ich Margot Robbie als Sharon Tate gesehen habe, einfach nur ein richtig dickes Lächeln im Gesicht hatte. Und ich würde sagen, Jan. Ja, also ich hasse den Film nicht. Vielleicht habe ich das falsch kommuniziert.
Nein, Es nein, ist nicht so, nein. dass ich den Film Es war nur ein hasse. bisschen, dich zu Ich habe ärgern. vier von fünf, glaube ich, gegeben. Also, natürlich, viele Sachen, die du gesagt hast, stimmen. Die Kamera ist überragend, obwohl ich es fast schon Blasphemie sagen würde, Das war mir bezeichnen zu würde, wenn du sagst, es ist die ärgern. beste Kamera des Jahres. Das war mir zu ärgern. Hoffe nicht. Aber ja, das Ende ist gut und ich habe den zweimal geguckt. Ich hatte vielleicht zu hohe Erwartungen, darum war ich beim ersten Mal gucken, war ich extrem enttäuscht. Ich hab einen anderen Film erwartet. Beim zweiten Mal bin ich mit einer anderen Einstellung reingegangen und ich mochte den viel mehr. Und was du das Ende gesagt hast, da kann ich nur zustimmen. Das ist vielleicht nicht das, wo du gesagt hast, bestes Ende der Filmgeschichte. Da werde ich vielleicht über widersprechen, Da aber gibt es noch viele andere gute, ja, aber. der Rest, da stimme ich dir schon zu. Nur für mich ist es einfach nur, der Film für mich ist so wie ein gutes Gefühl. Gutes So, Lebensgefühl, der haut ja, dich zurück gutes in die Lebensgefühl. 60s. Aber ich fand den sehr, sehr, sehr merkwürdig konstruiert. So, der Film soll quasi, wie du gesagt hast, über Sharon Tate sein. Du kannst fast sagen, Liebesbrief an Sharon Tate. Nicht unbedingt, es ist ein Liebesbrief an die Zeit. Und Sharon Ja, Tate oder an ist die ein Teil Zeit, dieser ja. Zeit. Und eigentlich mag ich auch sowas so quasi so Epochen unter eine Zeitlupe tun und so zu studieren. Zum Beispiel bei der Serie Mad Men oder auch The Irishman. Als Film. Sowas finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde, das ist zum Teil auch sehr gut gelungen, dieses Hollywood, der ist in die 60er, ne? Ja, der 60er. Ja, 69. Unter die Lupe zu nehmen. Aber verglichen an anderen Tarantino-Filmen ist nicht der schlechteste Tarantino-Film. Ich glaube, Hateful Eight ist schlechter. Aber es ist bei Abstand nicht der. Es gibt so viel bessere Tarantino-Filme. Das sehe ich Also. absolut anders. Für mich ist das das. Für mich wäre das der perfekte letzte Film von Quentin Tarantino gewesen. Und ich finde irgendwie ist das war irgendwie. Es war irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben Auf soll. was? Du hast halt die ganze Zeit dieses Leonardo DiCaprio und Brad Pitts Figuren. Und ab und zu mal hast du diese ganzen Szenen mit Sharon Tate, die auch da sein müssen, quasi, damit du quasi Sympathie für sie fühlst. Und quasi dann später halt die Spannung höher ist. Und ja, das verstehe ich schon, aber für mich waren das wie zwei Filme. Erst hast du diesen Film über diese Zeit, so tralalala, und am Ende der andere Teil ist halt quasi das wo die quasi Geschichte ändert mit den Nein, Manson-Mördern. das Ding ist, die Geschichte ist schon seit der ersten Sekunde des Films eine andere, weil es kein Rick Dalton, kein Cliff Booth gab. Ja, das weiß ich, aber das fühlt mich. Der erste Teil fühlt sich wie ein komplett anderer Film an wie der andere. Das ist. Wie Der meinst du erste denn, was Teil ist denn hängt. für dich, wann beginnt denn für dich der zweite Teil? Nachdem der. Für mich so. Ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Weil, nachdem der wieder. Der geht ja nach Italien, um die Spaghetti Western zu Aber machen, das sind die ne? letzten 30 Minuten. Ja, die letzten 30 Minuten sind für mich irgendwie fühlen sich losgelöst von dem Rest an. Ich glaube, Aus genau einer das soll aber auch so storytechnischen sein. Perspektive. Es gibt ja auch einen Zeitsprung von 6 Monaten. Das darf man Ja, nicht aber vergessen. trotzdem, ich finde irgendwie, als ob man. Für mich hat das nicht irgendwie. So, das hat sich nicht zusammenpassen, wirklich. Nicht hundertprozentig. Okay, ich hatte da ein vollkommen anderes Gefühl, aber so ist es ja nun mal manchmal bei Filmen. Manchmal muss man, mal Und gefällt dir ich das, finde, mal gefällt dir meiner Meinung das. nach, hätte der nicht von Oscar nominiert, also nicht für besser nominiert werden sollen. Absolut, da bin ich vollkommen anderer Meinung. Ich finde genau das passt doch unfassbar gut zu diesem Film. Einfach dieses, ja, es ist ein Film, der einfach für bester Film nominiert werden muss, weil er einfach so eine Liebeserklärung ist an den Film selber. Es ist eine Liebeserklärung an Film. Ja, Es ist aber ich vielleicht finde, die Liebeserklärung ja, an Filme. Weil aber ich finde Tarantino auch schafft es, so generell. viele alte Filme in diesen Film einzubauen, auf so elegante Art und Weise. Es ist wundervoll. Es ist Ja, wundervoll. Es auf ist nicht jeden Fall, einfach er das hat Charme, da gebe ich Zitieren. dir recht. Er schafft es nicht nur, die Filme zu zitieren, sondern sie zu zeigen. Und das ist unfassbar toll in dem Film gelungen. Es macht auch unfassbar Spaß, den Film zu gucken, verstehe mich nicht falsch, aber irgendwie, für mich weiß ich nicht. Und die Sache ist, du hast ja gesagt, dass der verdient hat einen Oscars.
bei den Oscars, da war das so, für mich, meiner Meinung nach, wurde der Film nur nominiert, weil ein Tarantino-Film ist. Weil du Aber kannst Tarantino war genau. nie beliebt bei den Oscars. Aber guck mal, wenn du dir anguckst, welche Filme für die Oscars nominiert wurden und guckst, wann die rausgekommen sind, alle sind in den letzten 2 Monaten des Jahres rausgekommen. Und es gibt der Once Upon a Time in Hollywood war so ziemlich der einzige Film außerhalb Am August. dieser verengten Award-Season, dieses verengten Bedenkst du Zeitraums. jetzt in Deutschland oder in den USA? Weil Parasite war ja auch schon viel länger draußen zum Beispiel. Der kam ja nicht erst im Oktober in die amerikanischen Kinos, denke ich. Wann kam der denn, wann kam der denn in den USA raus? Ich meine, er kam früher raus. Ich kann mal gucken, ob das auf Ja, einen Monat IMDb früher, aber steht. Once Upon a Time Hollywood war ja im Sommer. Und die Awards Season, Im das wurde immer August. enger, ich finde das voll unfair. Das ging, die fängt so Oktober an, manchmal vielleicht teilweise einen halben Monat vorher. Und Vereinigte dann die Staaten, ganzen Filme. 30. August 2019, Parasite. Wann? 30. August, 2 Wochen später nach Once Upon a Time in Hollywood. Ja, okay, dann vielleicht, aber das ist ja okay. Aber wenn du die Rest der Filme anguckst, die kommen alle in diesem kurzen Zeitabschnitt Dezember, November raus. Und Tarantino und ich ist so ziemlich der Einzige, der das umgehen konnte. Und Ja. Parasite ja so krass gehypt wurde. Weil die hatten keine andere Wahl, mehr oder weniger. Aber ich finde das voll unfair, dass zum Beispiel Hereditary, der kam auch in dem Sommer raus. Hereditary Nein, der in kam diesem Zielabschnitt 2018 oben. raus. Kam 2018 raus. Ah ja, schon. Midsommar. Sagen wir Da Midsommar. nein, du Der vergleichst aber gerade Abschluss. Arthouse mit Blockbustern. So funktioniert das nicht wirklich. Nein, ich meine nur generell. Wenn du dir alle Oscar-Nominierungen anguckst, die sind alle in diesem Zeitabschnitt. Und es ist so, als ob die sagen, die besten Filme, die rauskommen, sind nur in diesem Zeitabschnitt. Die gucken sich gar nicht mehr die vorher an, weil da erinnern die dafür schon abstimmen, die erinnern sich doch gar nicht daran, was am Anfang des Jahres ist. Ich finde dieses ganze System, sorry das zu sagen, irgendwie falsch und korrupt ist jetzt das zu ein starkes Wort, aber ich finde, man sollte das überdenken so. Ich weiß, ich denke, du findest, zum Beispiel Get Out war, warte, ich kann mal gucken, wenn wir das probieren. 24. Februar 2017 kam der in den Ja, USA raus. Aber es ja, gibt egal. Ausnahmen, du kannst immer Ausnahmen auffallen, aber wenn du dir den Trend anguckst in den letzten 1, 2 Jahren hat das erst wirklich angefangen, wo Aber Get die haben ja Out war wirklich ja. die Award, die haben ja die Award Season haben die ja verkürzt. Haben Get die ja Out war gemacht. 2018, den beiden Oscars. Und der Da war siehst du kam schon einen Trend. 2017 raus. Letztes Jahr und davor das Jahr, glaube ich, auch. Aber wir wollen ja Da nicht siehst du keinen darüber reden. Trend. Machen wir weiter mit der Liste. Ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen schwierig. Klar, bei den Oscars, da läuft sehr viel negativ. Und da würde ich dir auch gar nicht widersprechen, weil du auf viele andere Filme gucken solltest. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was es mit Once Upon a Time Hollywood zu tun haben sollte. Ich finde, der hat einfach so ein Vorzug. Ja, keine Ahnung. Der hat ja für mich so einen Vorzug, so, weil es Tarantino ist. Scheiße, wir müssen Tarantino zumindest nominieren. So, für Naja, mich sie war haben das so. Tarantino häufig Mach genug mal nicht weiter. nominiert. Sie haben Tarantino häufig genug nicht nominiert. Ich glaube, Inglourious Basterds war auch für gar nichts nominiert, zum Ja, Beispiel. genau deswegen mussten die das ja machen. Warum? Damit nicht alle sagen können, wir nominieren die Oh doch, ich Tarantino. muss Ist ja mich schämen. egal. Doch, war nominiert. Doch, der war auch schon bei Hateful Eight und alles nominiert. Sorry. Sorry, es tut mir leid. Es tut mir leid, er war Aber doch mach mal mal weiter. nominiert. Ja. Kommen wir zum. Was soll ich denn jetzt hier für einen Tipp geben? Auch der Film war lange Zeit mein Lieblingsfilm. Es war einer der ersten. Es war vielleicht vor Fight Club mein erster Lieblingsfilm. Er gehört zu einem Franchise. Jurassic Park, hab ich schon vorgedacht. Na, Jurassic Park ist es nicht. Gute Idee. The Es Dark ist. Knight. Ja, es ist Dark Knight, du hast recht. Ja, da sind wir beide auf einer Wellenlänge, würde ich sagen, oder? Ja, also da habe ich nichts dagegen. Gute Wahl, perfekter Film. Geiler Meiner Meinung nach Blockbuster. einer der besten Blockbuster, wenn nicht sogar der beste Blockbuster aller Zeiten. Ja, auf jeden Fall.
Und ich finde nicht nur wegen Heath Ledger, sondern der Film hat einfach, der ist einfach Ja. rundum perfekt. Heath Ledger hat sich einfach in einen perfekten Film mit eingegliedert. Also, Der Film war schon vorher, ohne Heath Ledger wäre der Film schon grandios, aber Heath Ledger hatte nochmal das auf eine I-Tüpfelchen. nochmal eine Klasse 2 höher gezogen. Es ist einfach. Man denkt immer, wenn man denkt an Heath Ledgers Joker-Performance, aber Christian Bale ist genau, ist auch brillant als Batman, auch vorher schon in Batman Begins, und der Film funktioniert perfekt, von der Struktur, von allem. Es ist einfach ein perfekter Blockbuster-Film. Ja. Was will ich da noch großartig zu sagen? Also, für mich ist auch so ein richtig genialer Punkt dieses, also der twistet halt auch extrem krass. Also der Film twistet sich richtig, richtig gut durch die Handlung, indem er zum Beispiel, ich werde jetzt mal leichte Spoiler hier nennen, aber The Dark Knight hat vermutlich eh jeder gesehen, deswegen, ja, zum Beispiel diese eine Szene, wenn der Joker sich extra gefangen nehmen lässt und du Ja. denkst so, oh mein Gott, ist der Film jetzt zu Ende? Kommt jetzt ein zweiter Teil und erst dann legt dir der Film erst so richtig los. Dann kommt ja die zweite Hälfte, wo der Joker dann seinen Plan im Gefängnis, also wenn er dort in Haft ist, durchsetzt. Und es ist einfach so genial geschrieben. Es ist so ein genial geschriebener Film. Und der Cast ist von vorne bis hinten perfekt. Ich meine, wenn man überlegt, wer da alles mitspielt: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman und. Es ist einfach ein Michael rundum Caine perfekter macht ja Film. gefühlt in jedem neuen Film mit. Ich glaube, er wird in Tenet aber nicht mitmachen. Ich habe gesagt, gefühlt Doch, jeden. nee, nein, doch, 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 doch. In jedem neuen Film. Ich war jetzt verwundert, weil hier steht Twist, aber darunter steht auch Tenet. Ja. Ja, aber was man auch noch sagen muss, ich finde, The Dark Knight hat für Franchise-Blockbuster und auch für Superheldenfilme, aber generell auch für Franchise-Blockbuster, eine Messlatte gesetzt, Ja. die mehr oder weniger fast unmöglich ist zu durchbrechen. Also natürlich, alles ist möglich. Man hat immer vorher gedacht, es ist etwas unmöglich. Etwas ist nur so lange unmöglich, bis es möglich gemacht wird. Aber man kann es sich halt einfach nicht vorstellen. Ja. Ja, The Dark Knight. Das ist halt auch so ein Film, bei dem wurde halt schon 1 Milliarde Sachen gesagt. Was willst du noch zu The Dark Knight sagen, ne? Ich Er glaube, hat das. Ohne Dark Knight gäbe es nicht meinen Lieblings-Bond-Film, Skyfall, sehr stark von davon inspiriert. Von daher bin ich dankbar. Allein diese Anfangsszene von The Dark Knight ist auch so geil mit dem Ja. Banküberfall. Die ist so genial gemacht und dann dieser Twist, also es wird erstmal so mystisch aufgebaut, oh, der Joker hat das alles, Die das Erwartung sind wird alles gespielt. Handlanger und dann am Ende erfährt man, der Joker hat einfach selber mitgemacht. Und das ist, oh Gott, dieser Film. Ich bekomme einfach jedes Mal, wenn ich über den spreche, richtig viel Lust, den zu gucken und Gänsehaut, weil ich den einfach so unfassbar liebe. Ja. Also. Sonst zu The Dark Knight schwierig noch mehr zu sagen. Ich denke, Dark Knight hat eh jeder gesehen und hoffentlich kann jeder irgendwie nachvollziehen, was wir fühlen. Wollen wir einfach mal weitermachen? Wir haben über Once Upon a Time in Kommen wir Hollywood dann jetzt geredet. zu Top 3, ne? Zu Top 3. Vielleicht würde ich aber vorher noch die lobenswerten Erwähnungen machen, damit wir die Spannung noch Okay. aufrechterhalten. Erwähnungen: Star Wars 5. Ja. Nicht auf deiner Ja. Liste? Nicht in meiner Liste. Ein ziemlich Aber guter ich hätte, Film. habe ich schon meine getan. Ja, Jan, du sollst nicht Ja. meine Liste spoilern. Ich will auch noch raten. Ich habe nur ge ja, das würde ich sagen, ja, okay. Indiana Jones 3. Ja. Jurassic Park. Hätte ich jetzt erwartet, dass Jetzt der. erwartet, ne? Dann Birdman. Ja, stimmt. The Wolf of Wall Street. Ja, okay. Also. Also, auch richtig cool. Ja. Ja, stimmt, ja. Lilo und Stitch. Warte, hab ich schon gesehen? Mist. Du hast Lilo und Stitch nicht gesehen? Ich weiß es nicht, ich glaube Oh, nicht. Jan, meine Güte, Lilo und Stitch. So ein toller Film. Wirklich ein toller Film. Hat auch richtig schöne, hat richtig schöne Themen, die er anspricht. Auch richtig zum Teil richtig traurige Themen. Aber Lilo und Stitch wirklich ganz auch gut als Erwachsener gucken. Ich habe den letztens erst nochmal gesehen. Nur 70 Minuten Laufzeit oder so. Also, kannst mal schnell gucken. Tarantula. Auch ziemlich cool. Hast du bestimmt auch nicht gesehen, oder? Nee. Aber auch ziemlich, also ja, Ja, das war. weil du spinnen magst, Ja, das ist so eine darum. Kindheitserinnerung, Tarantula.
Das ist halt, das Film, also Lilo und Stitch ist auch Kindheit. Hangover habe ich noch als Erwähnung. Den liebe ich auch Hangover. sehr, sehr. Ja, ich gebe den ersten Ich eine habe gerade, 4. David, du hast bis jetzt keinen wirklichen Comedy-Film gesagt. Da habe ich überlegt. Ja, Hangover ist auch eigentlich mein Lieblings-Comedy-Film. Dann haben wir Ja? noch, ja, schon. Nein, nein, nicht, weil was ist, habe ich drüber nachgedacht. Ist ein guter Comedy-Film, aber was ist mit so Sachen wie der Leben des Brian, wie heißt das, der Heilige Gral? Meinst du Ja, nicht Monty die Ritter der Python und Kokosnuss? der Ritter der Kokosnuss? Meinst du den? Ritter der Kokosnuss, ja. Und der Sinn des Lebens sind auch richtig gut. Insgesamt, es Sinn gibt des richtig viele Lebens. gute Comedy-Filme, aber ich würde sagen, Hangover, das ist auch für mich jetzt so ein bisschen Kindheit. Also was, oder so, ja, war ich Der so erste. 11, glaube ich, als ich den geguckt habe, oder 10. Der Die erste. ersten, ja, hat sich halt durchgezogen. Ich finde den dann doch wirklich, wirklich lustig. Ja. Dann Clueless. Zu Klassiker. Clueless, vielleicht sollten wir mal die Geschichte erzählen, warum wir Clueless so gut finden. Ich finde Clueless so gut, weil wir haben den mal auf einer Skifreizeit geguckt und weil ich nicht Skifahren kann oder nicht Skifahren durfte, da hatte ich halt, war ich der King mit dem Fernseher und natürlich war ich dann eine beliebte Person, weil ich war auch da vorne eine beliebte Person, aber ich war der eine Typ, der die Fernbedienung haben durfte. Und das heißt, wir haben dann um 14 Uhr irgendwie bei ProSieben eingeschaltet und wir haben Clueless gesehen. Und Clueless ist einfach, er hat einfach so einen Charme und ich weiß nicht, Clueless ist einfach unfassbar cool, oder? Alicia Silverstone ist ziemlich cool und Clueless, der ist einfach super und es hat sich so Ist einfach ein, so 90er Jahre Kultfilm. ja, so eine Highschool-Komödie. Ja. Und Jan und ich haben dann immer gesagt, dass am Ende des Filmes, also keine Ahnung, das ist jetzt kein, also das ist natürlich ein Spoiler für Clueless, aber als ob ihr jetzt so scharf darauf seid, Clueless zu sehen. Ich bitte euch, dass sie am Ende ihren Halbbruder heiratet. Es war Halbbruder, Für oder? Stiefbruder. Und es ist der Stiefbruder eigentlich, aber es war uns egal. Wir haben immer gesagt, es ist der Halbbruder und das hat dann immer eine andere Person, die halt den Film auch gesehen hat, immer ziemlich aufgeregt. Aber für uns war es der Halbbruder, okay. Es war nicht der Stiefbruder, die waren verwandt. Es musste Inzest sein. Wir waren im Game of Thrones-Modus. Wir wollten die Inzest sehen. Und deswegen, ja, Clueless. Ich habe den Film auch wirklich häufig gesehen. Ich glaube, ich habe den 5, 6 Mal oder so gesehen und ich kann ihn immer wieder gucken. Der ist ziemlich super. Ja, und Aber ich ich. finde, das ist kein schlechter Film, so. Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach Also. nur. Ja, und ich wollte dieser Liste nicht die Seriosität nehmen, deswegen habe ich ihn jetzt nicht in meine Top 10 gepackt. Aber hier als lobenswerte Erwähnung. Und ich habe noch einen Film von Dann, Alfred nee, ich kann auch Hitchcock. dazu noch sagen, ein Ah, okay. ähnlicher Film, den ich auch mal per Zufall geguckt habe, ist, der ist aber später. Legally Blonde oder im Deutschen natürlich blond mit Reese Witherspoon auch ähnlich, also hat ein ähnliches Gefühl wie Clueless, so Okay. eigentlich dürfte der, würde man den eigentlich nicht toll finden, also sollte man den nicht toll finden, aber irgendwie hat der Charme und ich finde, man kann den nicht mal angucken. Das ist irgendwie ein netter Film, so mir hat er gefallen, keine Ahnung, mich hat er sehr stark an Clueless erinnert. Okay. Cool. Also habt ihr zwei Empfehlungen, Comedy-Empfehlungen, die ihr sehen solltet. Und die eine wurde sogar nicht gespoilert. Ja, und noch die letzte Erwähnung, ein Film von Alfred Hitchcock. Weißt du welcher? Welcher ist mein Lieblings-Hitchcock? Oh, nee, das will ich jetzt. Ah, doch, Fenster zum Hof. Nein, Psycho. Psycho? Psycho, Weil ich ja. hab auch gedacht, wie Grace Kelly. Ja, Grace, ich liebe Grace Kelly, aber tatsächlich ist Psycho mein Lieblings-Hitchcock. Meiner ist das Fenster zum Hof. Kann ich absolut verstehen, ist auch ein ziemlich, ziemlich cooler Film. Aber doch, es ist Psycho. Ich glaube, Fenster zum Hof wäre vielleicht meine Nummer 2 oder 3, kommt drauf an. Also, ja, das sind meine Erwähnungen. Kommen wir zur Sag, Top es gibt ja auch 3. viele, die sagen, Vertigo ist der beste Hitchcock. Vertigo ist auch ziemlich cool. Also, und welchen ich letztens gesehen habe, der ist momentan auf Amazon Prime. Der Mann, der zu viel wusste, hieß der. Hast du den gesehen? Nee, Mit glaub James nicht. Stewart. Der ist auch richtig, richtig Kann cool. sein, weiß nicht. Der ist richtig Kann cool. sein, wir haben so eine Hitchcock Collection. Darum kann es sein, aber ich bin mir nicht sicher. Der ist richtig geil. Also, wenn du den noch nicht gesehen hast, solltest du den unbedingt mal gucken. Ja, wollen wir zur Top 3 kommen? Ja. Dieser Podcast wird länger als erwartet, aber egal, dann wird der erste Podcast so schon direkt richtig lang.
Wie lange sind wir denn schon? Wir sind jetzt bei 75 Minuten, also am Anfang wurden wir ein bisschen rausgecuttet, aber ja, Okay. wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber es passt schon. Wir reden hier über richtig coole Filme. Schon Ja. echt Platz 3. Platz 3 kennst du, glaube ich, nicht. Ich habe ihn dir, glaube ich, schon häufiger empfohlen, aber du kennst ihn, glaube ich, nicht. Ist es ein Anime? Okay, kenn ich nicht. Es ist Your Name. Kennst du Your Name? Nee, und ich glaube, du hast ihn mir noch nicht empfohlen. Also, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Der ist momentan auf Netflix und ich glaube, ich möchte gar nichts zur Handlung sagen. Also doch nur so viel. Es geht darum, dass ein Junge wohnt in Tokio und der tauscht mit einem Mädchen, das in Japan auf dem Dorf, also die wohnt schon auf dem Dorf, die den Körper tauscht, immer so für, keine Ahnung, jede Woche oder so, für einen Tag. Und das ist die Anfangsthematik. Und dieser Film schafft es einfach. Der Film ist so unfassbar charmant und liebenswürdig und hat eine richtig tolle Musik. Ich hab mir die Musik letztens mal um 2:30 oder so angehört. Und dann habe ich sie mir wieder angehört und wieder angehört. Und das Problem war, ich musste den Film dann gucken, weil die Musik ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Das heißt, ich habe dann um 2:30 mir Netflix aufgemacht und habe den Film geguckt. Und es war das beste Erlebnis aller Zeiten. Denn Your Name, der Film bricht mir mein Herz. Der Film, also der ist so wunderschön, aber der ist auch traurig und der ist so clever durchdacht. Der hat zur Hälfte des Filmes hat er einen Punkt, wo der sich von fast allen Animes, die ich vorher gesehen habe, abgrenzt und was vollkommen Neues erschafft, das für mich atemberaubend war. Atemberaubend, das war so, der ist auch kompliziert. Also das muss man auch sagen, da musst du schon aufpassen. Und das ist jetzt mal nicht so ein Film, wo du dir denkst, so, ha, ich habe jetzt hier ein Promille in TUS, gönn dir mal rein. Also, da musst du echt aufpassen. Ich habe den letzten Mal mit meiner Schwester und meiner Mutter geguckt und ich musste dann zur Hälfte des Filmes pausieren, weil ich denen das erklären musste. Und der ist wundervoll, der ist einfach ab Sekunde 1 wundervoll. Es gibt so eine wundervolle Szene. Ich würde sie so gerne beschreiben, aber ich kann es nicht, weil ich nicht Gibt's auf spoilern möchte. Netflix oder Den wo war gibt es es nochmal? auf Netflix, den gibt es auf Netflix. Denke zumindest, dass es die noch gibt. Ich kann mal so nebenbei gucken. Weil Und ich eigentlich mag ich keine Animes, aber hört interessant an. Ich werde ihn mal anschauen. mach das. Der ist, also, das war für mich so einer der, ja, der ist gerade auf Netflix. Der hat mich schon beim ersten Mal verzaubert und ich kann mir den immer und immer wieder angucken. Der verzaubert mich jedes Mal aufs Neue und der bringt mich jedes Mal aufs Neue zum Weinen. Ich schäme mich, dass ich immer mit diesem Film weinen muss, egal wie oft ich ihn gucke, aber ach, ich weiß nicht. Diese Figuren, die sind so gut geschrieben und ja, ich weiß nicht. Your Name ist einfach nur, ich liebe diesen Film. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es der Film in meine Top 3 schafft, aber jetzt stehen wir hier und ich rede jetzt, glaube ich, schon seit 2 oder 3 Minuten in einem Monolog über Your Name, weil ich den einfach so unfassbar grandios geschrieben finde. Und jedes einzelne Bild in diesem Film kannst du dir aufhängen. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, wie dieser Film aussieht. Ich glaube, sowas habe ich noch nie gesehen in diesem Bereich. Der sieht einfach nur wunderschön aus. Jedes Bild ist. Kannst du dir irgendwie an die Wand hängen? Ich hätte den so gerne im Kino gesehen, weil das ist einfach ein Film, der sieht so krass aus. Es ist unfassbar, Von wie so ein Film so krass aussehen kann. Es ist unfassbar. wann ist er? Der ist von 2016. Und das Schöne ist halt, der ist auch Zeichentrick. Und Ah. dann Ich habe kriegst du davon mal zumindest. gehört. Ja, der ist auch unfassbar beliebt. Also der ist auch bei IMDb, glaube ich, in der Top 100. Und den lieben eigentlich ziemlich, ziemlich viele. Klar, er drückt schon ein bisschen auf die Tränendrüse, aber bei mir hat es funktioniert. Bei mir hat es funktioniert und deswegen, ich liebe diesen Film über alles. Ja. Ach, Your Name. Der grenzt sich von fast allen Filmen auf dieser Liste so richtig, richtig hart ab, aber ach, ich liebe den einfach wirklich. Das ist so ein toller Film. Ja. Du solltest ihn gucken, Jan. Sofort. Nach diesem Podcast. Mal gucken. Du wirst es nicht bereuen, ich sag's dir. Deswegen, ja. Your Name, ziemlich toll. Wollen wir weitergehen? Ja, Hast du noch das was zu heißt Your jetzt Name die zu sagen? nächsten, die 2 und 3, 1 und 2 werde ich kennen. 2 und 1 wirst du kennen. Okay. Ich würde bei 2 gerne die Musik nachmachen, aber ich glaube, du hast die Musik nicht so im Kopf. Ich kann es trotzdem mal probieren. Wahrscheinlich. Du, 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 du.
Ich bin jetzt eine gute Musik erkennen, von daher. Ich glaube, es war auch nicht so gut nachgemacht, aber es ist tatsächlich wieder ein südkoreanischer Film. Dann muss es ja Parasite sein. Es ist nicht Parasite. Nein. Ah! Dann ist es Old Boy. Richtig, es ist Oldboy. Oh Weil mein ich habe, Gott. welche südkoreanische Filme habe ich gesehen? Es ist Oldboy. Please. Da habe ich dich auch Ja. gezwungen, den zu gucken. Und du hast es nicht bereut. Meisterwerk. Meisterwerk. Oh, Oldboy. Ich finde, der ist auch noch zu unbekannt. Den könnten auch noch mal, keine Ahnung. Das ist, für mich ist Oldboy der Film, der eigentlich schon, also Parasite ist der Film, der Oldboy hätte eigentlich schon sein können. Oldboy hätte eigentlich schon 2003 in Amerika die Die ganzen Sensation soll Südkoreaner ja. die Sensation sein können. Der Film hat es einfach so verdient und der, also keine Ahnung, das ist einfach ein rundum perfekter Film. Aber ich muss sagen, ich fand Parasite besser. Also ich würde jetzt mich nicht anmaßen zu sagen, der eine Film ist besser als der andere, weil Oldboy ist halt auch so ein vielschichtiges Werk, das kann man beim ersten Mal gucken gar nicht richtig erfassen. Und ich würde auch sagen, ich habe Es das sind ja beim auch fünften oder komplett, es sind sechsten Mal komplett gucken. verschiedene Filme. Es sind absolut verschiedene Filme. Parasite will ja viel mehr auf diese Gesellschaftskritik hinaus, auch viel mehr vordergründig als Oldboy. Oldboy ist einfach Ein Erlebnis. wahnsinnig ein Erlebnis. Also das, was da in den letzten 20 Minuten passiert, ist einfach ein Mindfuck. Geistkrank. Es ist einfach ein riesiger Mindfuck. Also vor allem, ich liebe es an Oldboy. Oldboy sagt so, Oldboy macht dir vor, das ist die Antwort, aber am Ende wird dir klar, eigentlich war das die Antwort, eigentlich musstest du das beantworten und dann wird dir klar, oh mein Gott, aber darauf weiß ich die Antwort nicht und dann sagt es dir der Film und du denkst dir einfach so, oh mein Gott, ich wollte diese Antwort gar nicht wissen. Ja. Ja, das stimmt. Und ich finde das Ende auch wunderschön gemacht. Es ist einfach Park Chan-wook, der Mann ist einfach der King. Der Mann kann einfach so richtig, ich finde, Oldboy, klar, Oldboy ist auch brutal und alles, aber der hat auch so richtig wunderschöne Momente, wo so, es gibt ja eine Liebesbeziehung und die Ja. ist auch richtig wunderschön gemacht und aber Er hat von allen trotzdem, etwas. der hat von allem etwas. Ist halt einfach wieder so ein klassischer südkoreanischer Genre-Mix, so den du nicht in die eine Ecke ordnen kannst, wo es halt ein bisschen schwer ist. Aber ja, Oldboy ist einfach Oldboy. Ist auch so ein Film, mit dem kannst du mit nichts vergleichen. Was willst du Oldboy vergleichen? Nix. Deswegen, ja, und da können wir wieder über Choi Min-sik sprechen, über den Odesu-Darsteller. Ist ja eh insgesamt eine südkoreanische Legende. Und ja, ich finde ihn grandios. Ich finde ihn richtig, richtig grandios. Und Ja, aber ja. leider, das, wenn ich mich nicht irre, ist der auch quasi Opfer gefallen zur Hollywood-Industrie, die alles kopieren möchte. Es gibt eine amerikanische Remake, Richtig. was ich habe echt nicht gesehen habe, aber anscheinend nicht annähernd so gut sein soll, wenn es sogar schlecht sein soll. Und sowas finde ich immer schade. Quasi, Ja. da denken die, da kommen die in Südkorea oder in auch anderen, zum Beispiel Japan oder China, mit originellen Ideen heraus, die gute Kritiken haben, und diese Studios, die denken sich dann so, er hat jetzt zwar keine, viele, viele Leute mitbekommen, aber scheint wohl gut zu sein, dann kopieren wir das mal und machen unser Geld damit. Die müssen es ja nichts ausdenken und müssen auch nur den gleichen Ja. Film machen. Sowas ist einfach nur, das ist einfach nur Kopie, das ist einfach auch meiner Meinung nach Diebstahl von geistigem Eigentum. Sowas finde ich extrem schade. Weißt du, von wem der Film ist? Welcher? Das Oldboy Remake. Ne? Der ist von Spike Lee. Oh Gott. Tatsächlich. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Also bei Your Name ist tatsächlich auch eine amerikanische Realverfilmung geplant, bei der ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie dieses Gefühl transportiert werden soll, da der Film auch so viel mit diesen Bildern arbeitet. Aber ja, das Ja, auch die Oldboy-Remake, Parasite-Serie. Warum? da habe ich zumindest Hoffnung, dass es ja von HBO. Vielleicht wird das was. Ja, aber trotzdem, ich finde es nicht notwendig. Vielleicht wird's gut, aber das Risiko ist mir zu groß. Es wird eh nichts an Parasite rankommen. Parasite ist einfach Ja, dieser aber Film, der dieses Jahrzehnt warum kann man beeinflusst mal, hat. warum, warum, wir sind in dieser Kultur, dass wir immer diese Sequels haben müssen, diese Fortsetzung.
wenn man mehr Geld machen möchte oder auch Remakes den und. Leuten, wird in den Zuschauern wird ins Gehirn implantiert, ihr wollt mehr wissen. In dieser Kultur sind wir schon. Und ich finde, warum kann man nicht mal ein Werk allein stehen lassen und in Ruhe lassen? Ja, da hast du absolut recht. Vor allem viele Fortsetzungen schaffen es ja auch, das Erbe des Vorgängers vollkommen zu zerstören. Ich Ja. denke an Alien, an Star Wars, Obwohl, Terminator, Aliens ist Matrix. gut. Ja, aber Aber ich denke jetzt an Prometheus und Alien Covenant. Also Prometheus nicht mal, aber Alien Covenant, an Alien Covenant, denke ich. die wollen auch einen zweiten machen, warum auch immer. Ja, das ist schrecklich. Ich würde sagen, wir können zu eins kommen. Ich würde aber noch gern Oldboy mit der eins, mit einem Zitat abschließen. Mit dem einem der schönsten Filmzitate, die ich so kenne. Lache und die Welt lacht mit dir, weine und du weinst alleine. Ja, Vulva. das ist deep. Kommen wir zu meinem Lieblingsfilm, tatsächlich zu meinem Lieblingsfilm. Und Jan, du weißt es hoffentlich. Warte, wer sagt mir? Es ist so einfach, ich bitte dich. Wir Redet hatten immer Dark bei diesem Knight. Film. Wir hatten Fight Club. Komm Jurassic schon. Knight. Jurassic Park hatten wir in meinen Erwähnungen. Jan, ich bitte dich, ich rede gefühlt nur über diesen Film. Es gibt gar keine anderen Filme für mich. Es gibt nur diesen einen Film für mich, der mein Herz erobert, der mich seit 2 Jahren nicht mehr loslässt, der mich, keine Ahnung, der einfach meine komplette Denkweise verändert hat. Und vielleicht, Hereditary? ja, es ist Hereditary. Was ein wundervoller Film. Ein Film, über den ich stundenlang reden könnte. Überragender Horrorfilm, überragender Horrorfilm. Muss einfach nur sagen. Ja, für mich, das, also für mich, also nicht das, ja, keine Ahnung, das ist immer schwer zu sagen, das Beste, was ich jemals gesehen habe, aber ja, Für mich keine ist Ahnung, es für mich der, schon irgendwie. wenn ich objektiv drüber nachdenke, ist es der beste Horrorfilm Shining vermutlich. seit Shining. Ich finde persönlich Shining besser, aber wenn du Hereditary besser als Shining findest, von mir aus. Ich finde, Hereditary ist der beste Film, bester Horrorfilm aller Zeiten. Bester Film aller Zeiten ist immer schwierig zu sagen, aber Ja. bester Horrorfilm aller Zeiten. Ich kann Ja. nicht nachvollziehen, obwohl ich persönlich, ich sehe ihn als im, ich sage immer, Hereditary ist der beste Horrorfilm unseres Jahrhunderts, Jahrtausends, wie man es auch nennt, ist ja Interpol das Das alles Gleiche, das ne? Gleiche. Ja, da wäre ja. Und aber Jahrtausend hört sich so episch an, weißt du? Aber es ist nicht mein Lieblingshorrorfilm. Von daher. Das kann ich verstehen. Insgesamt, ich kann viele Leute verstehen, die sagen, das ist wieder so ein Film, den ich einmal geguckt habe und nie wieder gucken möchte. Ja, das stimmt nicht. Ich konnte ihn auch öfters gucken. Ich Ich glaube, kann ich den habe ihn gut. zweimal oder dreimal geguckt. Aber man hat Ich es extrem viel Spaß damit. hab den schon so unendlich oft geguckt, weil der einfach so auf so vielen Ebenen überragend ist. Weil der Film, was auch Spaß macht bei dem Film, der arbeitet extrem clever mit Foreshadowing. Und Ja, jedes stimmt, Mal stimmt. fallen die neue Sachen auf. Das ist unfassbar Obwohl, genial. ich muss sagen, von Ari Aster, ich finde, Hereditary ist das Meisterwerk und Hereditary ist der beste Film von ihm. Aber ich mag irgendwie, weil ich, keine Ahnung, wahrscheinlich die skandinavische Kultur besser finde, ich mag Midsommar lieber. Ich mag Midsommar auch. Ich war ja beim ersten Mal gucken ein bisschen zwiegespalten, aber jetzt nach dem, keine Ahnung, ich glaube, ich habe ihn 4 Mal gesehen oder so. Also jetzt schon 3 Mal dieses Jahr. Ich liebe den auch. Ich finde den auch richtig grandios. Hätte auch sicherlich auch bei den Erwähnungen nominiert werden, also erwähnt werden können. Aber für mich wird ein Hereditary, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas jemals mal drankommen wird. Das sagt man so immer so einfach, ne? Das ist immer so einfach, aber Ja, man ist natürlich, schwer aber. vorstellbar. Für mich, was halt Hereditary für mich so als Horrorfilm genial macht, mein Problem mit Horrorfilmen ist, dass sie Horrorfilme sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber für mich, also ein Horrorfilm funktioniert nicht, wenn er ab Sekunde 1 Horror ist. Horrorfilme, also Ja, Hereditary ist ein dann. Familiendrama. Ne, Hereditary ist weil. ein Familiendrama. Die Sache ist, ich weiß, was du sagen willst. Die Sache ist, wenn du direkt Horror machst, du, damit es so quasi effektiv ist, du musst quasi dich auch um die Figuren scheren. Du musst, wie heißt es, quasi die mögen und quasi, weißt du? Und wenn du direkt mit Horror anfängst, dann, ja toll, dann jucken dich die Figuren nicht. Und ich finde, Horror ist zwar ein eigenes Genre, aber Horror als Genre alleine
kann nicht wirklich, wirklich, kann nicht wirklich existieren. Es muss neben eurem Drama, was sehr gut funktioniert, wie wir gesehen haben, weil man dann halt investiert in die Figuren ist. Ja, oder Western, Oder Bone weiß ich Tomahawk ist was, auch keine Ahnung. genial. Also Bone Tomahawk ist genial, das ist ein Western mit Horrorelementen. Ja. Der ist auch richtig toll. Aber Horror an sich, also für mich gibt es keinen guten Horrorfilm, der nur Horror ist. Gibt's nicht. Das Ja. kann nicht funktionieren. Es kann nicht Und ich funktionieren. sage es auch, viele Horrorfilme, die versuchen es zu sehr. Ja, Conjuring ist für mich so das perfekte Beispiel dafür. Na, Conjuring 2. Ja, Conjuring 2, darüber will ich nicht reden. Conjuring 1 kann ich zumindest noch irgendwie was anrechnen, aber sagen wir das komplette Franchise um Conjuring. Ich glaube, das ist besser als jetzt Ja, einen aber ich finde kompletten Film. den ersten möchte ich da rausnehmen, ich finde den ersten Conjuring, der funktioniert meiner Meinung nach extrem gut. Für das, was es sein will, funktioniert der, finde ich, ganz gut. Er ist nicht ansatzweise so gut wie Hereditary und auch nicht so gut wie Midsommar oder so. Oder The Oder The Witch oder Witch. The Lighthouse. The Lighthouse. Obwohl, ja, The Lighthouse ist ja der Horror. Aber ich finde, der Film hat Jumpscares revolutioniert. Also, Jumpscares sind für mich was Negatives, weil die meistens bei mir nicht, entweder nicht funktionieren, weil die. Das ist so ein falscher Effekt. So. Das ist die Illusion von Horror für mich. Und ich hasse es, erschreckt zu werden, weil ich sehr leicht erschreckt werde. Daher, ich hasse Jumpscares. Aber was bei Conjuring so genial war, was aber nie wieder quasi repliziert, wiederholt werden konnte, weil man es dann erwartet hat, ist halt diese Momente, wo du denkst, es kommt ein Jumpscare, aber es kommt nicht. Dieser Aufbau von Spannung, die ins Leere führt. Das fand ich zu dem Zeitpunkt revolutionär. Aber das funktioniert nur einmal und darum ist der so alleinstehend herausragend. Und Ja. ich würde schon sagen, ist einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre. Ich weiß, wie alt ist der? Der letzten Jahrzehnte. Conjuring. Ja, aber es ist natürlich nicht auf Hereditary-Niveau oder Midsommar-Niveau. Aber trotzdem, zum Vergleich, was noch da draußen alles so Horrorfilme existieren, würde ich den schon in den oberen Prozent anrechnen. Conjuring ist unter 2013. Für mich ist auch ein Problem bei Conjuring, der orientiert, also von James Wan, der hat vorher Insidious gemacht, die sind schon teilweise, wenn du sie ein bisschen auf was herunterbrichst, sehr ähnlich, nur dass Insidious halt eher hat auch versucht hat, Horror zu sein, ist aber leider dann wird eher zu einer Horrorkomödie, auf was er gar nicht sein möchte, aber das ist ein bisschen dann das Ja. Problem. Aber die sind für mich ein bisschen zu ähnlich. Für mich hätte da James Bond noch ein bisschen was anderes machen können, aber an Ist sich kann eigentlich ich. eh alle ähnlich. Eh alles ein verfluchtes Haus. Und meistens das Grundprinzip ist immer das gleiche. Bei Und ich Hereditary finde, aber genau nicht. ja, bei Hereditary nicht, aber bei den Conjuring-Filmen meine ich jetzt. Achso, ja. Und ich finde, du hast ja gerade gesagt, dass man das als Drama, dass das dann so gut funktioniert, wenn man das quasi kombiniert. Und das finde ich. Zum Vergleich zum anderen Conjuring-Film finde ich auch, dass das Drama-Element im ersten Conjuring gut funktioniert. Daran habe ich zu Meiner wenig Meinung nach. Erinnerungen. Daran habe ich Meiner zu Meinung wenig nach. Erinnerungen, aber deswegen will ich jetzt eigentlich gar nichts Großes dazu sagen, weil ich es halt wirklich nicht weiß. Aber ja, keine Ahnung. Weißt du, was ich ziemlich lustig finde? Was? Früher war ich so der Typ, der gesagt hat, Conjuring 1, der ist so okay. Und dann hat sich das so geändert. So, jetzt bin ich so der Typ, der sagt, Conjuring 1, na, ja, geht so. Und du so, ja, doch, der hat Momente. Ich weiß noch, ich glaube, ich hab ja Conjuring geguckt, dann habe ich irgendwann Conjuring 2 geguckt und dann habe ich Conjuring 2, fand ich beim ersten Mal gucken, fand ich überragend, auch noch besser als der erste, ne? Und dann habe ich dir das geschrieben und dann hast du den auch geguckt und dann hast du zu mir so geschrieben, was, das ist der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Also, du hast natürlich übertrieben, aber du warst so richtig, was, what the fuck, was war das denn? Das war voll schlecht, ich kann das nicht ernst nehmen. Da habe ich gedacht, so, hä? Habe ich schon einen anderen Film geguckt? Und dann habe ich mir den nochmal angeguckt. Und dann habe ich gesehen, was du gesehen hast, dass das nicht ganz so gut ist. Manchmal muss man auch mal ein zweites Mal gucken. Und da fand ich den ersten doch gut. Weil manchmal, wenn man einen Film guckt, hat man diese direkten Eindruck, diese Brille auf und denkt man, boah, der war super. Ja. Aber beim zweiten Mal gucken ist dann nicht so.
Ja, da hast du recht. Also, das war bei mir so bei S2. S2 mochte ich im Kino auch extrem gerne, aber als ich dann immer zu Hause geguckt habe, nicht so Ja, oder toll. bei mir bei S1. Ja, Erst. S1. Auch ein schwieriges Thema. Auch wieder ein Film, der für mich zu sehr Horror ist. Oder nee, nee, nein, nein, schlecht. Natürlich keine vulgären oder fäkalen Sprüche hier im Podcast. Wir wollen ja nicht übertreiben, aber es will mehr sein. Es will auch auf dieses Drama-Elemente hinaus und die funktionieren, aber der Horror funktioniert in S nicht, weil er genauso schlecht eingesetzt ist wie in Beim ersten. Conjuring beim ersten. Ja. Ja, Ja. das fand ich bei dem auch. Das ist als so Coming-of-Age-Film funktioniert der wundervoll. Aber das Horror, das war immer das gleiche Muster und du konntest den Jumpscare konntest du 5 Minuten vorher voraussagen. Ja, es Es war war immer der gleiche immer. Jumpscare. Ne? Immer der gleiche Jumpscare. Ja, und es war immer das gleiche Schema. Immer das gleiche. Ich weiß noch, es gibt ja noch ein anderes Trailer von Screen Junkies auch darüber und die haben es perfekt. Die haben es perfekt runtergebrochen. Das ist einfach, das eins der Kinder läuft alleine, es ist irgendwas Komisches, dann geht es zu diesem komischen, sonderlichen Ding hin und auf einmal wird es merkwürdig und dann buh. Ja. Es ist immer das Gleiche. Ja, das ist ein großes Problem. Aber gut, so ist Dann das. vor dem Buh ist noch so ein Fake-Out, wo du denkst, so, und dann doch nicht und dann wird es halt mal so, weißt du, oh Gott, immer das Gleiche. Ja, gut. Ich möchte trotzdem noch kurz erwähnen, Horror ist mein absolutes Lieblingsgenre, aber es muss halt richtig gemacht sein. Ja, Horror ist so, ich finde Horror in meiner Meinung nach, wenn man sagen kann, ist das verfluchte Genre, weil Ja. es gibt unglaublich gute Horrorfilme, die vielleicht nicht so bekannt sind oder so, aber Horror ist auch ein sehr beliebtes Genre, aber viele der, was ich sagen will, beliebten Sachen sind einfach nur Trash, das ist einfach so wie so eine Ja. Geldverbrennung. Extrem billig zu produzieren und du kriegst genug Leute, dass du 10-fachen, 100-fachen Profit machst. So. Darum nenne ich es einen Fluch. Das Genre gibt dir die Chance, unglaubliche, kunstvolle oder tolle Filme zu kreieren, aber andererseits schenkt es der Welt auch leider unglaublich schlechte Filme, die leider unglaublich viel Geld einnehmen und die Studios dazu dann weiterleiten. Noch mehr von diesen unglaublich schlechten Horrorfilmen zu machen. So. Das ist so wie so ein Fluch. Ja, das Problem ist einfach, dass halt auch viele Kinder dann immer denken, oder was heißt Kinder, Jugendliche, oh wow, wenn dann in der Beschreibung steht, Netflix bringt den nächsten gruseligsten Film aller Zeiten Ja, raus, ja. yo, daraus mache ich voll die Challenge und alles. Aber so funktioniert Ja. Horror nicht. Horror funktioniert nicht als Challenge. Also so Ich habe Hereditary mal. ist auch keine Challenge, sondern Hereditary hat einfach diese unfassbar melancholische und bedrückende Atmosphäre, die dann halt im Ende in einem absolut perfekten ja, endet, dass ich hier nicht spoilern kann. Ja, das will man auch nicht. Nein, das will man nicht, das soll jeder selber erleben, denn das ist für mich grandios. Das ist Ich grandios. habe auch mal gesehen, es sind schon ein Jahr oder zwei oder anderthalb her. Ich habe mal so, manchmal gucke ich so auf YouTube so Videoanalysen oder Aufsätze über Filme und da habe ich wieder vergessen, welcher Kanal es ist. Aber ich habe mal so ein Video gesehen, da hat einer erklärt, dass wir haben vergessen, was als Zuschauer, wir haben vergessen, was Horror ist. Ja. Der hat sich auch mal mit beschäftigt. Für uns ist es schon gruselig oder Horror, weil wenn man erschreckt wird. Vielleicht für uns ist Horror gleich erschrecken. Aber das ist nicht, was Horror ist. Und der moderne Kinozuschauer wurde von diesem Film so, ich sag mal, gebrainwashed, dass er das als Horror akzeptiert, obwohl das kein wirklicher Horror ist. Horror ist nicht, dass man erschreckt wird. Horror ist ein Gefühl von, dass man sich unwohl fühlt oder weißt du so. Dass man sich nicht wohlfühlt. Ich weiß nicht genau, wie man es erklären soll. Jeder Das weiß das wahrscheinlich, wenn man in der Lage dann doch ist, wenn man den Unterschied sieht, weiß, was Horror ist. ist das, Man was kann ich ja mal, eben, ja, sag man kann du. ja das Experiment machen, guck, sondern und dann danach Hereditary. Dann sieht man, was Horror ist im Von was Vergleich. willst du nachts träumen? Nicht von der Nacht, ich kann es dir sagen. Das funktioniert Nee. nämlich nicht, weil der Horror nur aus dieser einen Sekunde besteht, wo die Nonne Ja. kurz davor kommt. Und bei Hereditary ist es so, dieser ganze Film ist einfach Horror. Ja. Und das ist genau das, was ich in jedem meiner Videos über Horror eigentlich sage, nämlich genau das, was du gerade zitiert hast.
Das hab ich auch gesagt, denn das Video ist schon ein bisschen älter, ist bestimmt jetzt schon fast 2 Jahre alt. Deswegen hasse ich modernen Horror. Genau das sage ich nämlich. Genau das Gleiche, was du gesagt hast. Einfach, dass Horror heutzutage als Jumpscare gilt. Und das funktioniert einfach nicht, weil es halt einfach nicht gruselig ist. Es ist nur ein Schockmoment, Ja, der dich aber nicht das stimmt. verfolgt. Es ist nicht der Aber das Punkt, wodurch du Interessante, nachts, wo du, ja. das Interessante, was ich auch quasi davon ist, was ich gerade realisiert habe, dass es ist nicht so, dass man sagt, okay, dann ist es das Studio falsch. Das gibt uns nicht die richtigen Filme. Es gibt uns schon die richtigen Filme, weil nicht nur aus der Sicht des Studios das Horror ist, sondern auch aus unserer Sicht, weil wir wirklich vergessen haben, was richtiger Horror ist, weil wir schon so Ja. lange das konsumieren. Wenn du immer das Gleiche irgendwas isst, dann vergisst du irgendwann vielleicht, was das, wenn du was wie das, was du früher gegessen hast, schmeckt. Okay, vielleicht, ja, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber dass das auch unser Problem quasi ist als Gesellschaft, als Konsumenten. Wie viele So dass Jumpscares gibt es in The Shining, in Der Exorzist, in, weiß keine nicht mehr. Ahnung, wenn die Gondeln Trauer tragen? Wie viele Jumpscares gibt es in diesem Film? Einen? Zwei? Höchstens, wenn es hochkommt. Wie viele gibt es in Hereditary? Mir fällt gerade persönlich einer Ich ein. glaube, Vielleicht kann man ja. auch zwei sagen. Und man darf aber nicht vergessen, wenn ein Jumpscare so rar eingesetzt ist. Einmal im Film, ein gut eingesetzter Jumpscare, der funktioniert. Und der ist, vielleicht ist der auch wichtig in einem Horrorfilm. Ja, manchmal Aber funktionieren die auch. natürlich. Also, Zum aber Beispiel es Spuk im funktioniert Hill in der House. Film. Ja, Spuk in Hill House, grandiose Serie, Einer auch der kompletter besten Horror Jumpscares, angebaut. die ich jemals gesehen habe. Das hat eine Kunst, eine sehr extreme Kunst. Nicht jeder kann aus einem perfekten Jumpscare hinkriegen. Und darum soll man es lassen. Ja. Naja, apropos Hereditary, apropos Ari Aster, wollen wir zu den News kommen? Ja. Ari Asters neuer Film, es kam ein Vier paar, Stunden. kam 4 Stunden. Vier Stunden. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Es soll eine Albtraumkomödie über mehrere Jahrzehnte werden, habe ich gehört. Und Was wird das für? eine Albtraumkomödie über mehrere Jahrzehnte. Das Also ich könnte bin ziemlich gespannt. interessant werden, ja. Vier Also. Stunden ist. Sowas finde ich auch gut, so mal ambitioniert sein, zu Sachen gehen. Weil ich finde, ich glaube, da gibt es sogar Studien und Statistiken darüber, dass Filme im Schnitt immer kürzer werden. Ja. Und ich finde auch, es ist noch mal gut, dass man mal längere Filme macht. Natürlich hat das damit zu tun, dass es auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen immer kürzer wird. Darum werden die Filme auch kürzer, weil so ein 4 Stunden, 5 Stunden Epic, das kriegt der, die meisten Zuschauer könnten das nicht, wären nicht in der Lage, das zu gucken. Die werden sich da langweilen, die könnten das nicht, das geht bei denen nicht. Die haben auch nicht die Aufmerksamkeit dafür. Natürlich ist es dann schlauer, auch die Filme so quasi zuzuschneiden, dass man das anpasst. Aber ich finde natürlich, es gibt immer noch genug Leute, die das wollen, Leute, die das gerne gucken wollen. Und nicht jeder will solche Filme gucken, die würden da mit den 4 Stunden sich auch abfinden. Und darum finde ich auch mal gut, dass wieder Leute längere Filme machen. Der Punkt ist, an sich finde ich ja lange Filme auch gut. Es gibt ja auch so eine Studie, dass lange Filme an sich bessere Filme sind. Das ergibt ja auch irgendwie Sinn, weil es viel weniger lange Filme gibt und weil man viel mehr Zeit hat, um die Figuren zu erklären und sowas. Aber es muss natürlich auch der richtige Film sein. Es kann nicht sein, dass jeder Film auf einmal 4 Stunden lang dauert und das muss ja Nein, gar nicht nein, so sein. es muss zur Story passen. Also du siehst ja auch zum Beispiel Hereditary, Oldboy, Your Name, das sind alles Filme, die 2 Stunden dauern, höchstens. Aber es müssen ja die richtigen Filme sein, so wie Midsommar meiner Meinung nach, Once Upon a Time in Hollywood, The Dark Knight. Das sind dann wieder Filme, die alles, die Überlänge haben, aber trotzdem Mitzimmer, keine nur lange, Sekunde ich zu war der lang relativ sind. kurz. Welchen? Mitzimmer. Midsommar dauert 2,5 Stunden, glaube ich. 2,5 Stunden, aber der dauert so 90 Minuten. Nein, 140 bis 200 oder 150 Minuten, irgendwie Ja, sowas. okay. Und der Aber Director's Cut ich 180. finde, es kommt nicht auf die Länge des Films an. Es kommt auf das, wie sagt man so schön, im Englischen auf das Pacing, auf die Ja, Geschwindigkeit, wie du erzählst. der Du kannst einen Rhythmus. du kannst 90-Minuten-Film haben, wo das perfekt alles passt. Und du kannst einen 3-Stunden-Film haben. Du kannst einen 3-Stunden-Film haben, wo es
wo es zu schnell durchgeht oder zu langsam, das geht alles. Ja, also hoffen wir einfach mal, dass der Film gut wird. Ich bin jetzt schon gehypt. Also wenn der Film erscheinen wird, das wird vermutlich mein Film des Jahres werden, hoffentlich. Ich gehe mit großen Hoffentlich. Erwartungen ran. Große Erwartungen sind immer gut. Eine Komödie. Ja. Warum Das nicht, ne? Interessante bei doch einer Albtraumkomödie hat er bisher noch, also vielleicht doch in seinen Kurzfilmen immer mal wieder, hat er so eine komödiantische Elemente. Das Interessante bei Ari Aster finde ich, der hat schon 10 Skripte fertig geschrieben, darunter auch Musicals zum Beispiel. Der Mann wird noch einiges machen. Musical von Ari. Horror-Musical. Boah, das ist ja krass. Nein, er möchte sich ja eigentlich vom Horror-Genre entfernen Ja? und deswegen, das wäre Aber der da. kann das so gut. Ja, Ja, man aber muss genau ihm auch mal das ist das Schöne. Chance geben. Das wird das Schöne, wenn er auch noch andere Genres so revolutionieren kann, wie Horror vielleicht. Und deswegen, ich hab richtig Bock drauf, dass Ari Aster, das soll mal ein bisschen Gas geben. Ich habe keinen Bock, jetzt 3 Jahre auf einen neuen Ari Aster-Film zu warten. Wenn du das hier hörst, Bro, gib mal ein bisschen Gas. Ich weiß genau, du kannst das. Wollen wir zur nächsten News kommen? Das ist jetzt auch nicht Ja. mehr vielleicht neu, aber ich hoffe einfach mal, dass Ari Asters Film nicht verschoben wird, wie Tenet zum Beispiel. Tenet ist verschoben, Ende Juli. Dann Weinst war du, es auch gar Jan? nicht mehr so weit. Weinst du denn? Wegen Tenet? Wegen den 2 Wochen? Ja, aber es soll jetzt nicht so schlimm finden, also dass es so verschoben wurde. Zum Beispiel, was mich am meisten ärgert wegen Verschieben, ist Last Night in Soho. Das finde ich viel schlimmer mit dem Verschieben Von als Edgar Wright. Tenet. Was? Von Edgar Wright. Vielleicht auch wichtig Ja, zu von erwähnen, weil Edgar. vielleicht nicht jeder was mit dem Namen Last Night in Soho Ja. anfangen kann. Der neue Film von Edgar Wright, der auch so ein Horrorfilm werden soll, mit Anya Taylor-Joy und Mackenzie, wie heißt sie mit Vornamen? Thomas McKenzie. Thomasin, genau. Ja. Und Godzilla vs. King Kong, da bin ich auch ein bisschen traurig drum. Wann soll der kommen? Der wird geil. Wann Der wird soll der super. kommen? Der soll, glaube ich, April. Ja, lass deinen Zoll aber auch. Ja, das ist halt. Ja, macht aber auch Sinn, weil ich weiß nicht, da war ja dieser Ketteneffekt. Ja. Irgendein Film wird verschoben und die wollen sich ja alle aus dem Weg geben wegen den Einnahmen. Und dann war das eine ganze Kette, wo der eine nach da verschoben, dann musste der andere da weg verschoben werden, damit die sich nicht im Weg sind. Und dann hat das eine riesige Kettenreaktion ausgelöst von Filmen, wie Wonder Woman wurde ja auch verschoben. Das hat sich ja Ja, alles so. es hat sich alles verschoben. Ich finde es sehr interessant, dass Dune nicht verschoben wurde. Der sollte nämlich eigentlich auch verschoben werden, wenn Tenet verschoben wird. Ich hoffe einfach mal, dass der Kinostart Mitte Dezember stehen bleibt bei Dune. Ich will auch Ich endlich einen hoffe auch. Trailer sehen. Ich hoffe noch, dass dieses Jahr noch, dass die nicht noch Bond weiter verschieben. Der ist ja auch im Dezember oder so November. angesetzt jetzt. Was? November. November ist der angesetzt. Mitte November? November. Ja. Die wollen Dune nicht im Weg haben. Dune wird hoffentlich episch. Aber ich denke, ich kann es nicht einschätzen, so, weil ich jetzt nicht so zu dieser Dune-Fanbase gehöre, aber ich würde denken, dass James Bond, der quasi der größere Film, also der größere Film, würde ich sagen, das würden mehr Leute gucken als Dune. Das glaube ich nicht. Ich denke, bei Dune kommt es ein bisschen, denke ich, darauf an, wie die Kritiken sind. Aber wenn Ja, die okay. Kritiken überragend Wenn jetzt sind, heißt, es ist das neue dann. Herr der Ringe, was ein paar ja gesagt haben, nachdem die irgendwelche Einstellungen gesehen haben, dann okay. Aber James Bond hat eine extrem große Fanbasis. James Bond ist eine Marke. Hier ist Und eine riesige Marke. ich denke mal, Dune, ja, mal gucken. Wir können eh noch nichts sagen. Wir haben nicht mal einen Trailer gesehen. Also, Das stimmt. ja. Jan, weißt du, was auch verschoben wurde? Was? Die Oscars, über die wir uns gerade schon so abfällig geäußert haben. Ja. Die wurden jetzt auf April verschoben. Normalerweise sind die ja Ende Februar. Das Die mussten heißt, ja verschieben. Was wollen die sonst machen? ja. Und ja, das heißt, bis Ende Februar haben dann die Filme Zeit. Die können ja jetzt sogar on demand laufen. Ja. Aber ja, keine Ahnung. Oscars. Ich denke, es war ganz nett, das angesprochen zu haben, aber. Ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, bin mir ganz sicher, dass die irgend so ein Programm machen wollten, dass die quasi es einfacher haben, die Filme zu gucken, Okay. die dafür abstimmen. Irgend so ein Streaming-on-Demand-Ding, dass die Filme einfacher zur Verfügung haben. Okay, klingt interessant. Damit mehr Also. Leute von denen die abstimmen, die alle Filme gesehen haben oder mehr Filme gesehen haben. Und du kannst mir ja nicht sagen, zum Beispiel letztes Jahr, dass andere alle Filme gesehen haben. Gab's ja wohl selbst nicht.
Das ist ja auch unmöglich. Also in gewisser Weise so jeden Kurzfilm, jeden Dokumentarfilm zu sehen. Aber eigentlich darfst du dann, finde ich, auch nicht abstimmen. Ja. Also ist schwierig, weil viele dann nur aus Sympathie abstimmen, ist schwierig. Ist schwierig, ist ein schwieriges Thema. Aber ja, gut. Ich denke, Oscars haben wir abgehakt. Und kommen wir zur letzten News. Wir sind fast bei 2 Stunden. Echt? Ja, es wurde ein bisschen länger. Schreibt mal irgendwas in die Kommentare, wenn ihr noch bis hierhin hört. Ich habe noch einfach nur kurz neue coole Sachen bei Amazon Prime. Mulholland Drive von David Lynch ist bei Amazon Prime. Über den habe ich ja vorhin schon ein bisschen geredet. Hast du ja auch noch nicht gesehen, Jan, glaube ich. Nö. Solltest du gucken, ist meiner Meinung nach der zweitbeste Film von David Lynch. Richtig grandios. Mit Naomi Watts, toller Film. Parasite ist auf Amazon Prime. Aber Also wer musst du den noch nicht gesehen bezahlen? hat, nein, kostenlos. Bei mir wird immer angezeigt bei Filmen, die sie jetzt kaufen können. Nein, der ist jetzt, ich glaube, ab Weil heute die ist der, sind ja, glaube ich. heute, weil die sind ja so dreist, da wird ja erst so angezeigt, so Filme, die sie schon gesehen haben, Filme, die schon angefangen haben zu gucken, also Filme zum nochmal gucken, dann beliebte Filme, also ein Scheiß, der so umsonst ist, ne? Und dann kommen so Filme, die sie jetzt günstiger leihen können, Filme, die sie jetzt günstiger kaufen können, dann kommen diese ganzen Kategorien mit dem quasi extra, die sie kaufen, leihen können für günstigeren Preis oder neue, die sie kaufen können. Und dann war Parasite dabei, musst du irgendwie kannst du für 5 € kaufen oder leihen oder ja, 5 € kaufen, glaube ich. Und sowas finde ich halt dreist, dass ihr so, du bist schon Prime-Kunde, dann wird dir noch quasi ins Gesicht geschlagen, hier kannst du kaufen, so. Nee, finde ich dreist. Du kannst auf jeden Fall Parasite glatt gucken auf Amazon Prime Ja? kostenlos. Ich habe geguckt. Ja. Und noch einen letzten Film, den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ich glaube, du auch nicht. Das Porträt einer jungen Frau in Flammen. Nee, aber will ich auf jeden Fall Unfassbar. sehen. Den will ich auch auf jeden Fall sehen. Ab dem 30. Juni ist der im Angebot. Und zählt ja für viele als der beste Film des letzten Jahres. Ich bin sehr gespannt darauf. Grüße an Cobalt String an dieser Stelle, der mir schon seit Monaten vollplappert. Guck endlich diesen Film. Ich werde es machen. Ich werde es machen. 30. Juni. Ich sitze vorm Fernseher und werde den Film gucken. Es ist ein Deal. Es ist ein Deal. Und das war's mit diesem Podcast. Jan, Ja. es war lang. Ist ja sehr lang. Also, 2 Stunden, aber Qualität braucht auch manchmal Zeit, ne? Qualität braucht doch manchmal Zeit, ne? Ja, deswegen, das war jetzt lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der erste Podcast muss ja ein bisschen länger sein. Es ist Ja, ja. spezial. Ist ja Exclusive Formen für diesen Form. Also, ne, nein, eigentlich nicht. Aber ja, es Ja, ist, und keine nochmal Ahnung. vielen Dank, dass ich der erste Gast sein durfte. Gerne, Jan. Küsschen. Hat mir gefallen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Werden wir auf jeden Fall uns dann mal in naher Zukunft mit deinen 10 Lieblingsfilmen beschäftigen. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Da Können wir machen. können viele coole Filme vorkommen. Und ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese erste Folge. Und wir sehen uns wann anders wieder. Tschüss! Auf Wiedersehen.